Ladies and Germany, herzlichst willkommen heute hier zur Folge 3 und 4 Alto Reality Stars in Love. Let's go, your host! Ihr Süßen, bevor wir reinstarten, ich bin so aufgeregt, wisst ihr wieso? Ich bin heute Nacht zum zweiten Mal Tante geworden und diese Botschaft habe ich heute Morgen bekommen und es ist noch morgen und gibt's denn was Schöneres als Tante zu sein? Also ich glaube Oma werden. Das wünsche ich mir auch noch in meinem Leben, aber dafür musste erst mal ein eigenes Kind. Ach, das Struggle ist real, sage ich mal so. Wirklich. So wenig Lust habe ich da drauf. Aber ich werde mich jetzt hier zusammenreißen und mich auf diese Doppelfolge konzentrieren, die mal wieder absolut Schock-Giselle wird. Ansonsten, wer die ganze Folge nochmal nachsehen will, tut das sehr, sehr gern auf RTL Plus. Hier zu abonnieren, ein absolutes Muss. Und bevor wir reinstarten, was ist letzte Folge passiert? Zumindest das Ende. Es war diese Entscheidung, ob sie jetzt das Perfect Match, was in der Matchbox ist, verkaufen oder nicht. Paco wurde von der lieben Moderatorin gefragt. Und der lieben Moderatorin, ne? Das ist ja auch Quatsch. Das ist ja auch Quatsch. Ehrlich sein, ehrlich sein. Aber ihr wisst, was ich meine, ja? Ja, Bruder, ich, also hör auf. Und diese Entscheidung steht jetzt auf jeden Fall noch aus. So, ich würde sagen, wir gehen rein, mein Herz so. Bam, 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 bam. Heute machen wir stabile Seitenlage. Ich habe auf jeden Fall eine sehr, sehr schwere Entscheidung zu treffen. Packen! Nicht verkaufen! Ja! Ja, Sophia, so schade. Gut, das Match wurde nicht verkauft. Das heißt, wir werden jetzt gleich wissen, ob dieses Match ein Perfect Match ist oder eben nicht. Natürlich ist es auch ein Spiel, in dem ich mich selber befinde. Und ich will auf jeden Fall hier gewinnen. Ich bin Teamplayer. Mein Team hat gesagt, ey, auf jeden Fall nicht verkaufen. Und dann habe ich mich ganz klar für das Team entschieden. Sehr gut gemacht, Baby. Die meisten, die entscheiden nicht fürs Team, ne? Ist denen kackegal. Die denken, ich mach, was ich will, weil ich bin hier der König. Du spielst mein Geld, Alter. Paco, stark. Okay. Ja, was? Keine Ahnung. Guck mal, wie viele Augen auf mich gerichtet waren, Digga. Marvin so. Apropos König. Wenn ich jetzt dran gewesen wäre, ich hätte auf jeden Fall überlegt, so eine Matchbox-Entscheidung weniger oder mehr ist auch egal. Das ist nicht auch egal, ihr werdet das merken am Ende des Spiels. Da merkt man, dass jede Matchbox-Entscheidung wirklich wichtig ist und das ist auf jeden Fall nicht egal. Ich meine, 50k haben oder nicht haben, ich sag mal so, wie es die Bauchbinde so schön von Marvin beschreibt, Marvin 28 würde das Geld in Animal Prints investieren. Verloren, verloren, verloren. Aber wenn es ein No-Match ist, ja, dann ist doch alles okay. Nein, weil da haben wir keine Informationen. Ja, oh ja, wir haben eine Erkenntnis mehr. Natürlich haben wir eine Information. Wir können eine Konstellation ausschließen, ja, aber eins und was denn für eine? Von vorne wieder beginnen. Ja, was denn für eine? Ja, die, die in der Matchbox sind, Marvin, meine Güte. Hat ihr das Spiel verstanden? Mein Löwe, pass auf. Sei wachsam. So, wir gucken jetzt aber in die Matchbox-Entscheidung. Sind Danilo und Jennifer ein Perfect Match oder nicht? Uff. Uff. Ja, das war blöd, ne? Das ist ja jetzt blöd gelaufen. Ich hab's gewusst! Ich bin schon traurig darüber, dass... Danilo so... Okay, ich umarme sie noch ein letztes Mal. Da hab ich eigentlich keinen Bock drauf, aber was soll ich machen, ne? Verstehst du, was ich meine? Kein Perfect Match sind, weil ich mir gerade so denke, wenn nicht er, wer ist es dann? Ja, aber ihr seid Tag 2 oder 3. Du wirst es wohl noch herausfinden, liebe Jenny. Es ist immer so, so die, die sich so sicher sind, weil vom Gefühl her und das passt so perfekt und das bleibt so und das matcht so gut, die sind es nicht. Weil wenn dein Gefühl bis jetzt richtig gewesen wäre, dann wärst du ja noch in einer Beziehung, oder? Boah, Junge, Junge, Junge. Die hat Köpfchen. Die hat Köpfchen. So habe ich es noch nie gesehen. Also, dass man jetzt sagt, okay, dann wäre es jetzt noch in einer Beziehung, weiß ich nicht. Aber man hatte ja anscheinend immer Pech mit den Menschen. Und dann wieder auf sein Bauchgefühl zu hören und wieder zu denken, das ist der Richtige, weil der entspricht meinem Typ Mann oder meinem Typ Frau und bla 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 bla. Dann ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich schon sehr hoch, dass man wieder falsch liegt. Sie ist sehr schlau. Habe ich das wirklich noch nie gesehen. Dafür gibt es natürlich eine grüne Fahne. Ich würde ihr gerne noch mehr geben, aber mehr habe ich doch leider nicht. Das
Reflex-Show. Warum war das jetzt aber kein Match? Hätte ich jetzt verkauft, dann wären die ja safe raus. Wir hätten niemals erfahren, no Match oder Match. Hast du alles richtig gemacht, Holzkopf. Da gibt es jetzt einfach eine Erkenntnis, dass man zwei schon mal ausschließen kann, dass sie es nicht sind. Ja, genau. Also manche haben es verstanden, manche eher... Ist halt so ein bisschen Gefühlschaos gerade, aber es ist jetzt, weil die Emotion so ein bisschen groß war, aber es legt sich wieder. Ich glaube, der ist richtig enttäuscht. Aber so richtig enttäuscht. Ja, und Danilo will jeder. Jetzt muss ich nur noch mal Jennifer ein bisschen umorientieren. Wie gemein, das klingt so, Jennifer will ja keiner. Blöd gelaufen. Jennifer hat sich festgefahren gehabt und Danilo voll. Ja, das ist das Problem. Die ist, glaube ich, ein bisschen heartbroken, weil Danilo wird einen Abflug machen. Safe, genau, richtig erkannt. Richtig erkannt, weil Danilo ist der Mann, der macht halt, was er will. Da geht's nur ums Spiel. Ja. Jenny muss jetzt natürlich auch ihr Perfect Match finden. Man kann ja immer flirten so, aber sobald es so Küssen, Anfassen geht, boah, da bin ich raus. Küssen ist ein sehr, sehr wichtiger Begriff in meinem Leben, weil ich küsse nicht hier jeden. Also die wollen sich jetzt weiterhin kennenlernen, auf Ernst, aber parallel das Spiel spielen. Habe ich das richtig verstanden? Jenny, wer wird's denn jetzt? Ey, bleibst du dran oder weiter geht's? Ja, das werden wir. Ich bin so geil, ne? Guck mal hier, die begrüßen sich ja dann immer und Danilo und Pauline erstmal hier. Baba-mäßig wird er eingeschlagen. Hey, ich liebe das einfach. Man muss ein bisschen schauen, was gibt's denn noch? Und nicht immer nur so, okay, ja, da ist mein Typ, den mag ich jetzt. Und jetzt ist nur der. Ist Tag 2. So. Kann sie gar nicht leiden, solche Weiber. Karina, mach dir keinen Kopf. Machst du so Spielchen gerne? Steffen! Keine Spielchen? Nee. Ehrlich? Nee. Das ist gut. Welchen Vibe transportiere ich denn? Ja, Spieler. Aber absoluter Player. Dein Vibe, deswegen frage ich mich. Du bist schwer zu lesen. Du bist auf jeden Fall schon mal sehr schön anzugucken. Das ist ganz klar. Vor allen Dingen dein Hut gefällt mir sehr gut. Wo hast du denn her? Aus einer Safari vielleicht? Warst du mal in Afrika? Aber ich bin ja nicht dein Typ eigentlich. Doch, schon. Bisschen. Bisschen. Figur guckt der. Und ist deiner? Ja. Ich weiß ja nicht, wer mein Perfect Match ist. Aber du könntest das sein. Meinst du? Also, gucken wir mal. Gucken wir mal. Oder die macht ein bisschen auf krass, ja? Bruder, die ist nicht krass. Die sieht krass aus, aber sie ist krass. Die Kim, die ist auf jeden Fall auf einer Mission. Ich weiß nicht welche, werden wir noch herausfinden. Ich weiß welche. Reichweite ohne Ende. Die meiste Sendezeit und nichts als Sendezeit. Ich denke, Paco und Mike könnten mal ein Perfect Match sein. Also er ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr weit vorne. Ja, dann Bruder, let's go, der Hase. Aber der Paco, der hat alles im Griff. Macht euch da keine Sorgen. Warum redet der über sich, als wäre er nicht da? Also so zweite Person, bist du ein König? Also hier gibt es ein paar Könige, ne? Machen das Könige überhaupt? Ich weiß es nicht. Aber stell mal vor, ich sitze hier, die Paula, die... Da würdet ihr doch denken, ich hab sie nicht mehr alle. Wir müssen uns verpissen. Nein, nur wenn ich einen Kuss kriege. Nein, nur wenn ich einen Kuss kriege. Mit Zunge aber, mit Zunge. Mit Zunge aber, mit Zunge. Ja, super. Ja, super. Du hast verstanden. Bei all dieses Geschmatze noch, ey, cringe, Junge. Ey, boah. Oh nein, das war ja nicht so ein schöner Moment. Das hat mir nicht gefallen. Du hast mir jetzt falsche Hoffnung gemacht. Die Kim, die ist eine Spielerin. Die spielt, die guckt einmal hier. Aber ich habe gar nichts gemacht. Wie? Guckt einmal da. Mit wem spiele ich denn? Hä? Guckt einmal da und guckt einmal da. Wo willst du gehen? 100%. 100%. Also ich sag mal so, ich glaube, Kim Virginia ist eine sehr intelligente Frau. Die weiß, wie das Spiel läuft. Die weiß auch sehr gut, wie das Spiel mit den Männern läuft. Und wir wissen alle, wie kriegst du einen Player am besten rum, indem du sein Spiel spielst. Und das noch besser als er selbst. Und das weiß sie. Magst du es hier mit mir? Ja, doch. Ich mag es schon. Ja. Das ist lustig, oder? Ja, doch. Ich mag dich. Also, du bist tough und deswegen machst du das. Ich bin schon tough. Du bist tough. Aber auch süß. Das kommt immer drauf an. Weißt du, süß habe ich dich noch nicht erlebt. Sexy? Schon. Ansichtssache. Findest du mich nicht sexy? Doch, du bist schon sexy. Der Paco, ne, der will ja auch wirklich gar nichts gönnen, ne? Bin ich sexy? Ansichtssache. Ja, doch schon. Der hält die Frauen eher immer ein bisschen kleiner, ne? Weil das mögen ja auch viele. Immer behandelt zu werden, als wären sie halt nicht auf Augenhöhe. Ist es ein Traummann? Paco kann ich auch einfach nicht. Es nervt mich so. Ich kann ihn nicht einschätzen. Der macht heute richtig Ramazamba, ne? Ich habe ein Talent dafür, falsche Entscheidungen zu treffen und sie im Nachhinein zu bereuen. Scheiße. Das ist natürlich blöd. Aber warum bereuen? Du musst doch hier nichts bereuen. Also ich glaube nicht, dass ihr ein Perfect Match seid. Ich bin richtig planlos. Das nervt mich voll. Ich glaube auch nicht, dass die ein Perfect Match sind. Paco ist doch voll die wilde...
Person dort und gönnt sich halt sehr viel. Und sie ist eine, die will in den nächsten 5 Jahren Kind und Haus. Ach so, ja, okay. Und sie hat keinen Bock auf Techtele-Mechtele. Das nicht zu vergessen. Ich glaube, Paco hat gar keine Intention, wirklich auf Ernst jemanden kennenzulernen. Sehr schwierig. Aber wenn sie das doch weiß, ihr ist es so bewusst, wieso hat sie diesen Drang, Paco knacken zu können, Paco ändern zu können? Das ist doch, also das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Das ist die erste falsche Entscheidung, die sie in ihrem Kopf trifft. Da geht's ja schon los. Schade drum. Gerne, Rob. Bevor ich dich verführe. Bitte? Wir gehen zusammen einen rauchen, würde ich sagen. Shake your ass. Show me what you got. Weiß ich nicht. Das war einfach cringe. Also alles, was du hier siehst, was du zu spüren bekommst, meine Energie, das ist 100% echt. Das ist gut. Aber ich bin kein offenes Buch. Und das möchte ich auch nicht sein. Das möchte ich einfach nur gegenüber meiner perfekten Frau sein. Weil es gibt nur eine Frau, ein Buch, die mich lesen kann. Das habe ich gar nicht gefragt, Alter. Ja. Hä? Zusammengefasst, ist deine Frau jetzt auch ein Buch? Eine Frau, ein Buch? Aber wie soll denn ein Buch ein anderes Buch lesen? Das verstehe ich nicht. Also, heißt es eigentlich zusammengefasst, innerlich lässt er nicht so richtig jemanden ran, äußerlich gar kein Problem. Habe ich das richtig verstanden? Meinst du, so eine Frau wirst du finden? Die hat doch auch keinen Bock, wenn du dich da immer hingibst. Allen Weibers. Also mal Paco, mal ganz im Ernst. Ich bin da extrem oldschool. Aber eigentlich finde ich am allergeilsten, dass der Kim Virginia das einfach erzählt. Weil ich sag mal so, das habe ich ja gar nicht gefragt, Alter. Und die hast du schon gefunden? Du sitzt doch gerade hier. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, Kim Virginia raucht nicht in echt. Wie die ihre Kippen hält, das ist wirklich, das habe ich noch nie gesehen. Everything is possible, meine Fresse, Junge. Ich finde die Frau tough, ich kann mich super mit der unterhalten, sie ist lustig, wir lachen viel. Ich finde es krass, aber kennt ihr sie nicht aus dem TV oder was? Ganz gefährlich, so eine Raubkatze, so wow. Oder wie so eine Kobra. Aber hast du das dann nicht trotzdem, wenn du mal eine Person geliebt hast, so, dass du sagst, so, ich gehe trotzdem über meinen Schatten und sagst so... Ich habe ja nicht geliebt. Du hast noch nie geliebt? Nein. Was soll ich dazu sagen? Ah, das ist traurig. Das ist traurig. Da würde ich mich fragen, was ist denn da eigentlich los, lieber Paco? Nee, aber das ist ja wirklich krass. Kann das überhaupt? Das ist wie so eine Art TÜV-Siegel für die Frau. Also bei dem, ich habe da überhaupt keinen irgendeinen Anspruch oder so, weil er da saß und gesagt hat, ey, Paulina, wir sind hier bei Are You The One? Und hier willst du die große Liebe finden? Der hat ja gar nicht so ein Mindset und so. Von daher, der wird da machen, was er will. Und der sich hier groß verliebt. Glaube ich, werden wir nicht sehen. Müssen wir ändern. Paco habe ich mir auch ein bisschen unter die Lupe genommen. Heute finde ich ihn ganz cute. Mal gucken, wer es morgen ist. Die ist auch eine Gierige. Also ihr Reize ziehen mich hier am meisten an. Der redet auch wieder bei Kim, ne? Ich glaube, der ist völlig verloren. Also verliebt. Ich habe deine Leine schon. Du hast gar nichts dazu. Piano. Du hast gar nichts dazu. Okay. Mike ist ein super Paket. Das ist auf jeden Fall mein Lieblings-Mikey-Paket. Da muss ich kurz lachen, ne? Ich sag mal so. Wuff, wuff. Hä? Hä? Wie? Hä? Verstehe ich jetzt wirklich nicht. Ey, guck mal, aber genau das ist, was sie gut kann. Sie kann die Leute gut spiegeln. Sie kann sich genau auf deren Niveau einlassen. So, und genau auf Augenhöhe oder was weiß ich. Also die weiß genau, wie man da was manipuliert. Dass diese Person sie wirklich mag. Versteht man das? Ist das ein bisschen too much gesagt? Ist es eine Unterstellung? Kann sein. Kann sein, Jungs und Mädels. Ich habe doch nur das Baby im Kopf. Es ist übrigens ein Junge. Ah, oh, der zweite. Brava, brava, brava. Bist du mein Perfect Match oder was? Aber Sabrina würde ich jetzt auch nicht ausschließen als mein Perfect Match oder so. Könnte auch sein. Könnte auch sein. Vielleicht könnte es aber auch noch wer ganz anders sein. Weil das ist ja wieder dieses oberflächliche Gedacht, ne? Da muss ich jetzt wieder an diese eine Frau eben denken, ich kenne ihren Namen noch nicht, dass sie gesagt hat, das ist ja genau das Falsche. Nicht immer nach Schwanzgefühl, sondern vielleicht auch mal nach Gesprächen, Wertvorstellungen etc. pp. Bisschen mehr investigativ. Boah, ich nehme die so auseinander, ne, Bruder, keine Ahnung, Alter. Die weiß noch gar nicht. Oha. Du hast dich da mit einem sehr, sehr harten Typ eingelassen. Ja, ich hoffe, da sind noch andere Dinge hart.
Das war gerade das perfekte Timing. Ah, weiß ich nicht. Würdet ihr da lachen? Der Arme, stell mal vor, da ist alles weich wie Wackelpudding. Habt ihr euch eigentlich schon mal geküsst? Hä? Kim, kannst du, also... Was willst du sehen? Ein Kuss. Dass wir rummachen, okay. Mach mal. Jetzt fragt er echt, kannst du mal kurz mit dem Mike eine Runde rumlecken? Das wäre schon schön, das wäre schon schön. Was ist das? Mike kann sehr gut küssen, das ist auch super, super wichtig. Also hätte es da irgendwie Probleme gegeben, dann wäre das hintenrum schon schlecht gewesen. Hintenrum? Wie meinst du das jetzt genau? Honey, ganz ehrlich? Du bist ein Film. Ja, ein Hollywood-Film. Ja. Aber ich bin der Regisseur. Regisseur? Ich bin total. Sir. Genau, das glaubst du doch wohl selber nicht. Die ist der Regisseur, die macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt. Schon Tag 1, wo die in irgendeinem Format dabei war. Zu Mike und Kim kann ich im Endeffekt sagen, feiere ich gerade nicht so die Situation. Er hat mir halt dieses Gefühl gegeben, Sabrina number one, so. Sabrina 26 hätte sich gewünscht, dass Mike bei ihr in die Tasten haut und dann noch dieser grandiose Schnitt dazu. Ich liebe alles daran. Was das Kennenlernen jetzt betrifft und dann so straight. Und deswegen war ich einfach nur voll verwundert. Ja, wir sind hier bei I the One. Damit kannst du echt alles entschuldigen, ne? So wirklich, wie weit gehst du wirklich? Wir müssen ja herausfinden, wer unser Perfect Match ist. Und da muss man ja Grenzen sprengen, die eigentlich da sind. Und deswegen gehe ich drüber hinaus, um zu sehen, wer mein Perfect Match ist oder nicht. Also eigentlich mache ich es wie im wahren Leben, nur halt, dass ich es jetzt darf. Spaß, der Mike ist bestimmt ein ganz toller Mann. Krass, oder? Das ist mal, boah, das ist eine Aussage, brauche ich mir selber auf die Schulter. Das finde ich gut, das kann ja immer gut, sich selbst wertschätzen. Sollte man können im Leben. Auch für die kleinen Sachen. Ach du heilige Mimba. Hier ist ein nackter Mann in der Dusche und Sandra pirscht sich rein. Paco, der war auf einmal nackt duschen. Auf einmal war der nackt duschen, ne? Weil ich dusche immer in Vollmontur. Also wenn ich duschen gehe, hole ich die Winterjacke aus dem Keller. Ich wollte erst sagen Wintersache, aber dann kam das K raus. Bist du dumm? Und ich weiß nicht, wenn so ein, also gerade die Tattoos, sehr, sehr schön. Wie die da steht und den angeiert, ich kann da nicht. Aber allgemein, so vom Körperbau her, ist der Paco schon nice. Ich hab's mir gerne angeguckt. Ich hätte es mir gerne länger angeguckt. Mhm. Schön, Sandra. Nee, soll sie sich doch gönnen. Aber da steht die wirklich so hinter dem und so. Das ist auf jeden Fall keine Memme. Ja, Sandra ist hübsche Frau, gell? Ich dachte, ich habe einen toten Winkel gefunden, aber die Kamera hat sich gedreht. Guck mal, da kommt ein Schniedel raus. Das juckt den gar nicht. Also der hat das Handtuch, glaube ich, eher so rechtsseitig, dass sie auch schön sehen kann, was er denn so hat. Warum denn nicht? Ist Gott gegeben. Halleluja. Das ist genau hier gerade. Ich habe auch schon versucht, so ein bisschen. Hast du auch schon gesucht? Ja, jetzt schon. Ja, natürlich. Warum suchen die überall tote Winkel? Damit die Sachen machen können, die wir als Zuschauer nicht sehen. Da sage ich nein. Lasst es sein. Was hast du denn gedacht? Ich habe tatsächlich das Bedürfnis gehabt, mir das zu nehmen, was ich will. Das habe ich dann gemacht, weil es sich so ergeben hat. Jetzt knüpft die mit Fangirre. Ich habe mir den Paco genommen. Habe ich alle? Das ist der einzige, der mir so richtig gefällt vom Optischen her. Und ja, ich habe Bock zu knutschen. Ist doch voll okay. Ganz im Ernst. Also der Paco ist auf jeden Fall ein guter Küsser, ja. So von einer Skala von 1 bis 10 und 10 ist gut, sind wir bei 11. Habt ihr den Bauchbänder? Sieht das hier auch eher locker flockig. Wegen Flocke. Da hat sie doch auch alles eher locker flockig gesehen. Ich bin nicht dumm, ich bin intelligent. Ich glaube, jeder hat sich gefragt, so, was geht denn jetzt hier ab? Ja, weil wisst ihr, was passiert ist? Sandra schläft jetzt auch einfach neben Paco, ne? Ist ja kein Problem. Also Sandra kam so aus dem Nix. Peinlich. Peinlich? Ich glaube, eigentlich hat Paulina doch da auch gepennt, oder? Ich kann nicht ruhig sein. Ich kann nicht einfach gar nichts sagen. Und dann fange ich so an zu sticheln und daraufhin meinte er, ja, sollen wir jetzt reden? Na komm, wir reden jetzt. Was, komm? Was machst du? Welche Niese? Wir sind bei I the One, wir sind hier 20 Personen aufeinander. Das heißt, wir müssen Rücksicht aufeinander nehmen. Das ist so eine zwischenmenschliche Empathie, die man entweder hat oder nicht. Und er hat sie nicht. Ja, er hat sie vielleicht, aber er denkt sich scheiß drauf. Alter, ist mir alles kackegal.
Was willst du gerade von mir? Paco, du hättest das Gespräch. Warum muss ich das Gespräch zu dir suchen, wenn du ein Problem mit mir hast? Sag mal, erstmal runterfahren, Freundchen. So redest du nicht mit mir. Ich find's nicht cool. Warum nicht? Weil ich's nicht cool finde. Ja, okay, aber bin ich jetzt schuld? Habe ich dir irgendwas angetan? Warum? Nein, angetan hast du mir nicht. Habe ich irgendeine Verantwortung? Also der hat dir doch locker was angetan. Erstens musst du dir jetzt woanders pennen. Nicht in ihrem Bett, damit Sandra da jetzt pennen kann. Es wurde überhaupt nicht mit ihr kommuniziert. Die legen sich dahin. Die denkt sich, alles klar, den Paco, den wollte ich doch knacken. Also ich verstehe schon, dass die jetzt gerade denkt, was ist das hier für ein Film? Haben wir irgendwas ausgemacht? Nein, wir haben auch bin ich dein Freund? Ne? Genau, haben wir einen Vertrag? Nein, bin ich irgendwie ein Hund, ein Arschloch oder hin und her? Ja, ein bisschen Arschloch schon, würde ich jetzt behaupten. War jetzt nicht der netteste Move. Lass es. Ja, aber warum? Ich will dich gar nicht verletzen oder hin und her. Du willst dich nicht verletzen, aber machst das. Also... Wenn ich doch Scheiße mache, dann muss ich auch dafür gerade stehen. Und wenn du jetzt zum Beispiel gepupst hast aus Versehen laut, dann bist du der Pupser so. Aber irgendwann hört das auch mal wieder auf. Aber in dem Sinne ist es dann so. Weißt du, was ich meine? Das ist ganz einfach. Nee, komm. Sie gibt mir das Gefühl, dass ich eine Verantwortung tragen würde ihr gegenüber, was überhaupt nicht der Fall ist. Ja, weiß ich nicht. Nein, man hat doch keine Verantwortung. Aber wenn man da mit jemandem irgendwas anfängt... Und diese Person schläft da eigentlich auch. Und dann schläft die dann nicht mehr. Und du hast schon eine neue wieder im Bett. Also wenn es in seiner Welt völlig normal ist und dass man so mit Menschen umgeht, okay. Okay, weißt du, was soll ich da sagen? Du hättest einfach... Ich hätte gar nichts. Ich muss Musst du nicht, du nicht. Ja, aber dann musst du doch damit rechnen, dass die andere Person vielleicht eventuell in irgendeiner Art und Weise gekränkt sein könnte. Ja oder nein? Du bist doch natürlich, alt genug, das kann, um das verstehen zu können. Das kann durchaus passieren. Ja, richtig. Genau. Und zwischen mir und Paulina, also da hat sie nichts aufgebaut. Also das ist nichts entstanden, also worüber man jetzt wirklich reden müsste. Ich habe dir gestern gesagt, wenn du die Kommunikation mit mir suchst, ich bin fein damit, wenn du mit mir redest. Das kommt aus dem Nichts, ich drehe mich um, plötzlich sehe ich das, dann komme ich zurück und plötzlich wird mir erzählt, ja, aber das ist doch ein Punkt, der dich stört. Warum muss ich die Kommunikation zu dir suchen? Er hat es nicht verstanden und es hat mich noch mehr gekränkt, dass ich noch emotionaler wurde. Ich glaube, er hat es verstanden, aber irgendwie auch nicht. Weil auf der einen Seite sagt er, naja... Er versteht, dass eine Person da jetzt vielleicht verletzt ist oder so, aber im Endeffekt ist es ihm, glaube ich, egal. Er macht trotzdem, was er will. Aber wenn er das doch versteht, dann muss er doch auch verstehen, dass wenn diese Person darüber eine Meinung hat, das sagen will, und wenn die da sagt, ja, ich finde es peinlich, dass ihr da jetzt nebeneinander pennt, dann ist das so. Also muss er ja dann auch einfach hinnehmen und nicht da rausstürmen und sie erstmal anschreien. Naja, er hat sie nicht angeschrien, aber er hatte schon einen strengeren Ton drauf. Da würden mir auch die Knie schlottern. Lass es einfach. Ja, okay. Wir sind nicht 10, oder? Also ich habe die Faxendicke. Ich habe wirklich Faxendicke und ich bin kurz davor, einfach die Kontenance zu verlieren. Ich würde das gerne mal sehen, wie der die Kontenance verliert. Ich bin keine 16 mehr. Du bist auf mich zugekommen und hast mich geküsst im Pool. Das war deine Offensive. Ja und? Das hat fertig aus. Ich hab die Nähe gar nicht zuerst gesucht. Ach so, ich verstehe aber auch seinen Punkt jetzt hier. Dass das ja alles von ihr auskam. Und er das ja, naja, nicht wollte. Aber es war nicht seine Initiative. Er hat dann einfach mitgemacht. Ihr aber auch gesagt so, also ich suche hier nicht die wahre Liebe bei Aito und sowas alles. Ich sehe das Spiel. Dass sie dann jetzt so viel da rein interpretiert. Ja, das ist schon wirklich ein bisschen doof gelaufen von ihr auch. Ach Mann, das ist mir alles zu kompliziert hier. Was sagt ihr denn? Hä? Hast du nicht zu mir gesagt, wenn es dazu kommen sollte, dann kommunizierst du das mit mir? Was? Mit anderen Frauen? Habe ich das gesagt? Ja. Der hat das gesagt? Aber das hat die jetzt auch schon 2-3 Mal gesagt, ne? Also, dass sie einfach nur wollte, dass er das kommuniziert und dann hat er gesagt, ich habe doch keine Verantwortung. Was wieder zu Stralle. Ich will kein Beef einfach, weißt du? Ich will auch kein Beef, wirklich nicht. Das ist gar nicht meine Art. Ich will nur wissen, woran ich bin und dann bin ich fein damit. Wenn du mir straight sagst, ey, so, guck mal, wir haben das jetzt kommuniziert, jetzt weiß ich, woran ich bin und damit bin ich fein. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich zu ihr gesagt hätte, bevor ich eine andere Frau küsse, werde ich das auf jeden Fall mit dir kommunizieren. Also hole ich mir ein Go oder so. Das war aber doch so. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden, das Gespräch mit Paulina und ihm? Guck mal, beide wollen kein Beef. Wenn du kein Beef willst, dann machst du nicht so eine Assi-Aktion. Zweitens, Paulina hat ihm ja ganz klar zu verstehen gegeben, kommuniziere das einfach mit mir, dann bin ich auch fein damit. Hat er genickt.
Jetzt macht sie das. Ich habe hier keine Verantwortung für dich. Ich bin halt nicht dein Freund, wir haben keinen Vertrag. Ja, dann sitzt doch nicht da und nick. Du warst auch ziemlich stralle. Ja, sonst wäre das auch nicht passiert. Was? Kannst du mir glauben. Was? Wäre das auch nicht passiert, sehr, kannst du mir glauben. Sehr, sehr schlecht von dir. Was? Sehr, sehr schlecht von dir. Komm mal. Jungs. Boah. Sie tut mir auch leid. Sie ist 20, Alter. Sie ist ein kleines Baby. Warum machen wir so einen Zirkus? Du hast mich gefickt, hast du. Dich oder Paulina? Wer steht denn da jetzt gerade in der Küche und heult? Ihre Reaktion war maßlos übertrieben. Ich bin schockiert, aber will das auch ganz schnell hinter mir lassen. Also mal ganz im Ernst, war das jetzt wirklich maßlos übertrieben? Wenn wir gerade noch gesehen haben, dass die beiden darüber gesprochen haben, dass genau diese Situation jetzt kam im echten Leben und das eigentlich abgesprochen war und er ganz anders reagiert hat, als er ihr eigentlich zugesagt hat. Ist ihre Reaktion dann wirklich maßlos übertrieben? Mal abgesehen davon, dass wir hier bei Aigo So One sind, dass der Paco keine große Liebe sucht, bla bla bla. Ist es wirklich übertrieben? Ich meine, dieses bisschen Respekt, das kannst du doch wohl haben, oder nicht? Mal zeigen, oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Schreibt mir bitte, wie ihr das seht. Irgendwo sind Grenzen, ich halte mich da raus, Mann. Ja, und jetzt seht ihr hier auch die Nacht und alle knutschen rum. Auch Paco und Sandra. Ja, neben Paulina dann, oder? Schön. Schönes Gefühl. Nee, sie stand noch draußen, hat geweint. Wir gucken in den nächsten Morgen. Ich finde, das ist ein Bild wie die Götter, wie er da sitzt, meditiert. Und dann Marvin mit seinen Assi-Schlappen da lang schlurft. Das sind wirklich zwei Welten, die da aufeinander treffen, ne? Das ist halt auch Are You The One. Diversity. Okay, schön. Ich muss erst mal kurz dingsen, klarkommen. Dingsen, klarkommen. Ihr wisst Bescheid, der Morgendliche. Mike wollte da richtig loslegen gestern, ne? Vor euch allen. Ab hier. Was war denn? Warum? Ach komm, jetzt der jetzt. Oder wie meinst du die? Nur ein bisschen Patching. Bisschen angetastet. Geil. Aber er war ready for everything. Okay, also die haben keinen Sex gehabt, aber sie haben sich ein bisschen angetastet. Schön. Ich muss halt bei Kim Virginia immer daran denken, dass sie doch zu Shakira meinte, erste Folge. Honey, halt du mal deine Beine zusammen. Guck einfach mal in den Spiegel, vielleicht fällt dir was auf. Ich guck in den Spiegel und ich sehe was Attraktives und was Gutes. Punkt. War das eine Scheiße gestern Abend? Mann, das ist super unnötig. Das war voll dumm, gestern Abend zu reden. Das war richtig dumm, so emotional. Also in dem Moment, wir hätten einfach heute reden sollen und es hätte es gepasst. Aber ach ja, so ist das, ne? So ist das, aber jetzt muss sie sich schuldig fühlen für ihre Gefühle, die sie bekommen hat durch Paco. Durch diese Absprache. Das ist doch völliger Schwachsinn. Klar, es ist jetzt scheiße gelaufen und Paco hat sie auch ein bisschen dahingestellt, als wäre sie halt die Lächerliche, geht da noch rein und sagt, sehr, sehr schlecht von dir. Das hört auch jeder, der da in diesem Bettenraum liegt. Muss ja auch nicht sein. Und ja, deswegen mach ich mir, nee, du redest jetzt gar nicht mehr mit dem. Ja, also ich würde den auch einfach mal abhaken, Paulina, der ist es nicht. Und er hat es dir wirklich gezeigt, gesagt... Haken dran, nächster. Komm mal, Dame, ich hab so ein bisschen rübergespitzt so gestern Abend, ne? Ja, und was hast du so gesehen? Ich hab so ein paar Sachen gesehen, du, ja. Ne? Müssen wir jetzt mal besprechen, du. hat sie geluschert hier bei Paco und Sandra. Auch mehr Details, also das... Ja, wir waren halt duschen. Hast du gesehen? Ja, da war ja nackt. Ja, stopp, okay, das mit Kuss juckt mich gerade nicht mehr. Wir sind jetzt woanders gelandet. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Bitte seid ruhig. Fragen hinterher. Ja. Aber es kann man mitarbeiten. Kann man mitarbeiten. Was bedeutet das denn? Ich will es nicht wissen. Schämen solltet ihr euch. Und dann haben wir uns halt so angeguckt und halt geküsst. Voll romantisch. Das schon? Ja, also vor der Toilette. Ach, krass. Das findet ihr romantisch? Das ist doch eher so ein richtig Sex-Moment. Aber gut. Ich dachte jetzt hier im Bett, ne? Nein, vor der Toilette. Krass. Boah, kennst du das so, wenn es passt, ne? Da willst du halt so direkt näher. Ja, so ja. Willst du halt direkt reinhalten, würde ich jetzt sagen, wenn ich ein Mann wäre. Oh mein Gott. So eine Anziehung, ne? Einfach. Und dann habe ich beim Küssen halt gecheckt, so hat safe so geguckt, was da geht. Ja. Paulina sitzt da, liegt dahinter oder was? Dass der Paco sich das überhaupt noch traut. Also so, oh, wie kann man so einen Fick dann wirklich geben?
So einen Fick. Das ist schon krass. Also wirklich auch irgendwie ein bisschen erschreckend, oder? Also die hat doch wirklich geweint und so, diese arme Paulina. Es gehört sich einfach nicht. Wenn man wirklich ein Mann ist, dann gehört sich solche Sachen einfach nicht. Also ich glaube nicht, dass Paulina und ich jetzt noch beste Freunde werden können. Aber ich bin ja auch nicht hier, um Freunde zu finden. Heute ziehe ich mich von Paco ein bisschen zurück. Einfach, um so auch mit den anderen sowieso zu reden. Ganz den komplett weg da. Paulina, lass es lieber. Ja, und was machst du sonst so? Also du gehst ins Gym? Ich bin eigentlich Gym, arbeiten, zu Hause. Keine Ahnung, ich bin momentan wirklich so auf dem Stand, dass ich eigentlich jemanden kennenlernen möchte, dann daheim bleiben möchte. Ja. Klar, ich bin jung und eigentlich hätte ich ja, jetzt wäre ja so meine Prime fürs Feiern gehen und so, aber gar nicht. Aber ich glaube, guck mal, auch was Fabio meinte, dem geht es, glaube ich, nicht darum, dass du jetzt in der Prime bist für Feiern gehen, sondern einfach für dich, dein Leben zu leben. Auch erstmal zu gucken, welcher Job passt, vielleicht ein bisschen zu reisen, solche Dinge. Weil, wisst ihr, wie ich meine? Also, ich habe in meinen 20ern sehr viel erlebt. Also eigentlich finde ich, wenn man jetzt so guckt, dann denkt man, man hat gar nichts erlebt, ne? Alles wie immer. Aber es stimmt gar nicht, wenn man sich dann wirklich mal umguckt und überlegt, was habe ich eigentlich erlebt? Dann waren das schon sehr krasse Sachen, auch viele prägende Sachen. Sachen, die mich zu dem gemacht haben, der ich heute bin, wenn ihr versteht. Das habe ich gar nicht gefragt, Alter. Ja. Das mit Paco, das hat sich ja jetzt ein bisschen gelegt. Dementsprechend habe ich da ein ganz gutes Gefühl. Aha. Er wittert wohl eine Chance. So, Shakira wittert auch eine Chance. Bei wem? Schaut selbst. Was macht der? Fabio. Ja, Fabio ist gut. Weil Fabio finde ich wirklich nicht schlecht. Aber von dem kommt auch gar nichts, ne? Dein Arsch ist ganz schön rot, gell? Vielleicht traut er sich nicht. Mit wem ist denn Fabio? Das habe ich gar nicht mit. Ist Fabio mit irgendwem? Der ist frei, gell? Angriff! Aber sie war doch eigentlich mit Marvin, oder? Oh, ich hab noch Termine. Fabio, ich habe noch nie mit dir gesprochen. Ja, wir quatschen jetzt, okay? Dass die Shakira von sich aus auf mich zukommt, hätte ich nicht so damit gerechnet. Fabio 30 hat jetzt Shakira auf seiner Playlist. Komm. Aber ich muss nur eins im Blick haben, ich habe eine Pizza da drin. Du isst jetzt schon Pizza. Dass Frauen mir hinterher rennen, weiß ich ja, aber man freut sich ja trotzdem immer wieder drauf. Ich weiß nie, ob der das scherzhaft meint oder ernst. Also, Fabio. Also, Shakira. Was für ein Typ Frau stehst du? Du magst so natürlich, ne? Eigentlich schon. Ich mag schon auch unnatürlich, aber... Bin ich unnatürlich oder natürlich? Bei dir ist es so, dass schon dein optisches, also mich schon anspricht. Also. Ja? Also bei dir ist es so, also man sieht ja, du hast schon viel gemacht in den letzten Jahren, auch wenn man da die Formate vergleicht. Aber das hast du so gut gemacht. Man könnte auch glauben, es ist natürlich, von daher ist es kein Problem. Ja, ich fand dich auch nicht schlecht, aber du bist nie auf mich zugekommen. Ja, sorry. Ich finde dich ohrwitzig. Ich find dich lustig. Ja, wir verstehen uns gut. Und ich finde deinen Körper geil, jetzt gerade. Wisst ihr, was ich so krass an Fabio finde? Seine Haut. Ich habe auch jetzt so ein, zwei Mal in seine Storys gelünkert, ja? Bisschen Stalking betrieben. Und der hat ja keine Pore. Und der hat keine Rötung oder so. Das ist alles ein Guss. Wie geht sowas? Fabio, leake uns bitte dein Geheimnis hier. Der muss sagen, wir müssen das doch wissen. Ich habe so einen Tick auch mit Ästhetik. Ich bin so genau mit so Dingen. Mich stört es auch, wenn zum Beispiel Leute jetzt aufs Klo gehen ohne Schuhe. So, wenn eine Frau ohne Badelatschen auf die Toilette geht oder in die Dusche, ich finde es ekelhaft. Abtörner für dich. Meint der jetzt bei Eisenbahn oder generell auch zu Hause? Geht der dann immer mit Schlappen in seine Dusche oder was? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also, irgendwie gerade ein Minuspunkt. Also für mich, was juckt sich denn, ja, seine Hygiene, Fimmel, aber du kannst ja nicht irgendwelche Leute dazu zwingen, irgendwelche Leute, deine feste Partnerin, immer Schlappen anzuziehen, wenn die duscht oder mal Pipi macht. Das ist brutal provokant. Ja, ja. Ich verlange jetzt von ihr auch, dass sie das macht. Ja, ja, okay. Verstehst du? Ja, passt. Ich bin so. Ja. Krass, Shakira ist so, ja, dann passt sie ja wirklich. Also, bin so ein bisschen Hausfrau. Ja, ich habe so schon genaue Vorstellungen, weißt du, und ich mag auch keine Faulheit. Auch keine Faulheit. Also jetzt weiß ich auch nicht mehr, Fabio. Ich fand dich doch so toll. Nicht, dass ich ein fauler Mensch bin. Ich meine, ihr seht, ich bin Hustler. Aber ich kann auch mal faul sein. Also absolutely. Das ist doch der Sinn des Lebens. La Dolce Vita. Auf das heutige Glas. Aber beruflich gesehen machst du dann nur dein Online-Geschäft oder was? Ja, nur OnlyFans.
Nur, sie so 30.000 im Monat. Ich mache nur Onlyfans, ja. Ja, das ist zum Beispiel was, was mir auch zusagt. Dir sagt das zu? Ja. Hab ich zum ersten Mal so. Hab ich auch zum ersten Mal. Aber will er mitmachen oder ins Business mit einsteigen? Da gibt's doch auch so Partner-Content. Warum? Dass du so einfach auch businessmäßig unterwegs bist. Ich mach das, solange ich halt mich damit gut finanzieren kann. Von mir aus kannst du das 20 Jahre machen. Ja. Aber das finde ich süß, dass er so sagt, ja, da habe ich kein Problem mit. Mach's gerne auch noch 20 Jahre. Er ist aber auch ja jemand, der das anstrebt, dass eine Frau ihr eigenes Business hat und dass die langfristig gesehen beide zu Hause bleiben können und andere für sich arbeiten lassen. Ne? Der hat auf OnlyFans richtig cool reagiert. Da ist auch voll die Anziehung eigentlich da. Und das hatte ich zum Beispiel bei nur einem Mann bis jetzt. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ah, denk mal vor, das ist ihr Perfect Match. Das fände ich toll. Irgendwie, wo ich das eben mit dem Duschen so ein bisschen abtan. Aber ich dachte, du hast dich schon gut festgelegt, deswegen habe ich dich auch nicht so angesprochen. Ich dachte, gar nicht. Marvin oder so bist du schon. Ich habe noch nie mit ihm so geredet wie mit dir. Und vor allen Dingen ist doch auch so nicht das Spiel. Nur weil sie sich da festlegt, ihr müsst doch trotzdem alle untereinander gucken, wer da mit mir matcht. Noch echt? Nie. Räumst du das jetzt weg, oder? Boah, danke dir. Das ist ein Service. War gut, habe ich gut gekocht? War gut? War sehr gut. Es war sehr gut, vor allen Dingen der Service hat ihm sehr gut gefallen. Wir sind bis jetzt auf einer Chemie. So, jetzt ist ja aber ein bisschen Party-Time. Die Frauen haben Krankenschwesterkostüme bekommen, die Männer Doktorenkostüme. Ja, geht ab. Geht ab. Kocht? War gut? War sehr gut. Ey, warum kriegst du eigentlich mal meinen Shot von dir? Ja, los geht's, ab geht's. Das ist super gemacht. Jetzt ein bisschen Spucke noch. Ich finde mehrere Mädels interessant. Ich muss alle kennenlernen, so. Das ist meine Aufgabe hier. Aber warum lässt man sich denn so irgendein Getränk in den Mund spucken? Was hat man davon? Da gibt es ja so viele Bakterien und so. Wäre es wenigstens ein Headshot, wenn ihr versteht. Also ich bin mir nicht ganz so sicher, aber ich glaube, die haben gerade geknüpft. Wer? Marvin. Und wer? Blom. Steffi? Ja. Die ist so geil, Sandra. Sie kennt die Namen auch nicht, aber sie ist mit denen da in der Villa. Sie müsste sie auf jeden Fall besser drauf haben als ich. Ich will nochmal. Attacke, so. Also das ist doch wirklich ein Kindergarten hier mit diesen Shots. Es geht doch nur darum, dass man irgendwie knutscht, aber das unter einem Deckmantel des Shots tut. Mmh. Mmh. Bei Steffi passt unnormal viel rein. Ich check das selber nicht. Ich so, boah, ich so, wow. Ich so, wo ich so, war full, mein Mund war full. Die hatte so ein Verbindungskabel, so einen Schlauch und hinter ihr stand so ein Eimer und dann wurde das halt nie leer. Das war der Trick, Marvin. Hast du noch nicht gesehen? Boah, das wäre schon Hexerei. Hat Marvin und Steffi geknutscht? Nee, also so einen Mundshot gegeben. Also nee, das war kein Knutschen. Man hat zwar noch gehört, aber ein Kuss ist da nicht gefallen. Ich habe gesehen, da gibt's was zum Einmischen und da mische ich mich ein. Ganz klare Sache. Weil sie weiß. Das gibt Sendezeit und solche Dinge werden ausgestrahlt. Also Schatzi, ich glaube, meine beste Freundin Shakira hat schon Hate auf dich, weil du gerade einen Kuss gegeben hast. Ich habe Shots verteilt. Hat Shakira auch nicht mit einem Wort gesagt, ne? Aber klar, die macht erstmal unnötigen Stress. Das kann sie am besten. Herzlichen Glückwunsch. Nee, ich habe gar nichts gemacht. Und macht Spaß mit Steffi? Hab gehört, ihr habt Bumm gemacht. Was Bumm gemacht? Bumm gemacht. Was Bumm gemacht? Nein. Wir haben nur Shots ausgetauscht. Genau das ist das, was ich wusste, was passiert danach. So. Natürlich wusstest du, dass das passiert danach. Weil würde Shakira das machen oder irgendeine andere Frau. Und diese Frau magst du. Da ist doch auch egal. Würde er es mit seinen Augen sehen, würde er auch denken, die machen da gerade rum. Das würde doch jeder Hans Franz denken. Das ist jetzt wirklich keine Überraschung, Marvin, dass du das denkst. Ich habe ihm nur Shot gegeben. Wir haben nicht rumgemacht. Ich weiß, aber ich mag sowas, das zu machen und so, weißt du. Das macht aber Spaß. Warum? Weil es mir Spaß macht. Was? Ach so, mit ihm jetzt Spaß, Drama? Das zu machen. Mit ihm, ja. Ach so. Ich dachte, du hasst mich jetzt, weil ich ihm Shot gegeben habe. Ich dich. Steffi, bitte. Echt mal, also Shakira ist wirklich überhaupt nicht so, dass die auf die Frauen geht. Das war sie wirklich in keiner Show, wo sie mitgemacht hat. Aber Kim muss dann natürlich erstmal ein kleines Feuer zünden, ne? Okay, finde ich auch super dann. Das war nur so getan, als ob. Weil du das liebst. Klar, er regt mich schon auf, aber Sendezeit. Ich frage mich doch wirklich, warum sitzt denn Kim da jetzt? Sie wollte Shakira nicht mal eine Begrüßung geben, aber da jetzt zu sitzen und mitzudiskutieren, warum macht sie das? Sendezeit. Oh,
Hau mal ab. Nein, ich sende Zeit. Das brauchst du ja. Auf keinen Fall, ja. Ich habe noch nie einen Mensch kennengelernt, der so mit mir gesprochen hat. Das ist es halt. Die hat gar keinen Respekt. Gar keinen Respekt. Die redet mit dir so von oben herab. Warte. Wenn sie machen möchte, stopp, dann ich mag euch beide, ne? Ich will raus aus dem Game. Ich liebe sie, hab ich doch gar nichts gesagt. Ja, dann ist perfekt. Also. Dann ist perfekt, dann mach nicht so einen Stress. Du! Gerade du! Dann mach nicht so einen Stress, wieso mischst du dich da ein? Es kommt dir noch mit so brutal provokanten Worten, Alter. Ich will kein Beef. Punkt. Genau, und das ging jetzt in Kim Virginias Richtung. I don't care. Ich wollte nur kurz fragen, ob ich das richtig verstanden habe mit diesem Ich will das ja für Sendezeit und so. Das habe ich nie gesagt, Kim. Nee? Habe ich jemals so, gesagt, weil du Marvin ich ärgern liebe, möchtest? Ich liebe dieses Toxische einfach bei Männern und Frauen so. An sich finde ich ja toxisch ganz lustig, aber ist halt ein Problem, wenn ich die Person nicht mag. Ja, und das merkt man auch. Sie manipuliert da einfach alles, was sie sagt, damit Shakira sich im Endeffekt fühlt als die Dumme. Das ist einfach nicht fair. Aber was hat das mit Sendezeit zu tun, Kim? Dass du toxisch bist und dass du mir vorher schon gesagt hast, dass du so toxisch sein möchtest. Wieso sollte, also wann sollte sie dir das gesagt haben? Ihr seid doch nicht mehr befreundet. Macht gar keinen Sinn. Und du warst so überrascht, dass sie auch da war. Also wie soll diese Information jetzt gerade Sinn machen, dass du vorher schon wusstest von Shakira, dass wenn sie in dieses Format geht, dass sie da diese toxic Show macht? Für Sendezeit. Aber wenn, du auch Sendezeit. Aber wenn du auch einfach so da bist, ich liebe das. Ja, aber wenn du auch einfach so toxisch bist, dann sehe ich das auch so. Also ja, das ist perfekt. Das finde ich super. Ja, Kim denkt, die hat jetzt Shakira ausgedribbelt, weil Shakira jetzt vor allem zugegeben hat, sie ist ja so eine toxische Person. Kein Bock auf die Scheiße. Es verletzt mich unnormal und ich werde ihr dann nach wie vor aus dem Weg gehen. Für mich war sie bis heute ein Geist. Und dann wird es auch weiterhin so sein. Ja, und mir tut es leid, dass Shakira dann in dieser Villa leben muss mit einer Person, die so eine ekelhafte Energie ausstrahlt, die sie jetzt wahrscheinlich auch noch ignoriert die ganze Zeit. So, es tut mir leid für die. Ganz ehrlich, hätte ich keinen Bock drauf auf die Scheiße. Ist alles gut, oder? Natürlich. Safe. Wie kommst du noch, wenn er nicht so ist? Ich weiß nicht, das war einfach so abrupt. So. Irgendwie, keine Ahnung. Wir sind uns dann irgendwie so, ist voll komisch. Ja, weil der jetzt mit Kim ist, meinst du, ne? Aber die ist auch, kommt so aus dem Hinterhalt. Alles okay, oder? Und er denkt sich, Scheiße. Bulli, renn. Oder? Keine Ahnung, wie es dazu kam, aber wir haben auf einmal geredet. Wir haben gar kein Wort mehr geredet auf einmal. Wir waren die ganze Zeit so und auf einmal haben wir gar kein Wort mehr miteinander geredet. Hä? Mhm. Da habe ich gar nicht gemerkt. Da ist der Mike wirklich, also... Nee, hat er nicht mitbekommen, dass er jetzt die ganze Zeit ja auch schon mit Kim am Bandeln ist. Das ist krass. Von ihrer Seite ist, glaube ich, schon mehr als von meiner Seite. Das ist natürlich klar. Frauenbruder. Mir war es einfach wichtig, nochmal zu vermitteln, dass es mir überhaupt nicht darum geht, dass ich da irgendwie eifersüchtig bin oder irgendwie sonst was. Ich glaube aber genau das denkt der, ne? Ich glaube, wir sind beide auch so Ego-Menschen, ein bisschen. Ja. Ich liebe mich einfach. Ich bin so selbstverliebt. Und ich dachte mir, was ist mit ihm? Warum redet er denn? Also wirklich, warum kommst du nicht einfach her und sagst, hey, alles gut, wirklich? Das Problem war eher das, dass ich dann ins Schlafzimmer kam zusätzlich und dann hat es so geheißen, ja, Sabrina und Paulina schlafen in einem Bett und ich dachte mir, hey, also ganz ehrlich, wir verstehen uns so gut. Menschlich war ich einfach ein bisschen enttäuscht. Warum hast du nicht nur die Eier herzukommen, um mir das ins Gesicht zu sagen? Also auch sie wurde da verfrachtet in ein anderes Bett, damit Mike da grüne Bahn hat mit Kim Virginia. Ey, die Männer da, die sind wirklich eiskalt, ne? Da wünschte ich mir, macht es einmal mit einem Mann da. Ja, aber ich passiere, ja. Der wird ausflippen, der wird zu jedem gehen und sagen, boah, das ist so eine dreckige, sowas gefällt mir gar nicht, hat keinen Stil und so. Krieg ich Abzahn, so eine Frau ekelhaft. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn die Männer das machen, dann ist das alles überhaupt kein Problem. Und wenn dann so eine Paulina ihr Maul aufmacht und sagt, dein Verhalten ist scheiße, Drama Queen. Eine Drama Queen ist das. Zu 100%. Ich komme da rein und ich höre, wo ich schlafe. Und du hast dasselbe. Ja, aber, ich, ist ja nicht von mir. Ja. Oder war der Tizi der Schuldige? Ja. Ja. Hey Tizi. Die tut aber jetzt auch so, als wäre das alles überhaupt kein Problem, oder? Kommt mir ein bisschen auch hier gespielt vor, ihre Reaktion. Also im Endeffekt kann es schon gut sein, dass es sowieso ohnehin so gekommen wäre, dass wir irgendwo anders schlafen. Ich meine, wir sind jetzt nicht verkappelt. Absolut, aber vielleicht sollte man das wirklich einfach... Entschuldigung. Nee. Kommunizieren, ne? Das ist doch auch das... Also das ist ja kein Problem. Das wollen die aber nicht, weil die Angst haben. Also er hat 100% Angst, da irgendwie ihr zu sagen, ich bin jetzt mit Kim, glaube ich. Ich sag dir ehrlich, ich glaube, wir sind aber beide ein bisschen sturer Menschen auch. Nee, aber es ist ja... Es,
Das ist doch alles easy. Genau, weil für mich läuft's halt bombastisch. Du hast halt gerade keinen mehr, der irgendwie dein perfekt Mensch sein könnte, aber ich hab Kim. Ich hab dich. Warum sollte ich mir da jetzt irgendwelche Gedanken machen, liebe Sabrina? Aber anstatt, dass wir gestern gleich fragen, haben wir beide unsere Dinge. Aber warum denken? Das heißt ja nicht, dass wir, wenn wir gestern im Neuen geschaut haben, dass das ja safe ist, heißt ja nicht. Genau, also ich hatte wirklich überhaupt nicht das Bedürfnis, da irgendwas zu fragen. Ich glaube, sie denkt halt, es hat was mit Sturheit, mit Ego und so zu tun. Und bei ihm ist es einfach so, ich mach mein Ding. Gott hat mir gesagt, ich habe seinen Segen. Voila, ich schwöre. Wir sind gerade erst mal hier ein paar Tage hier und da kann man ja noch gar nichts rückschließend machen. Ja, okay, bin ich mal gespannt, wie das bei dir so weitergeht. Wenn du dich in Kim noch verliebst und mir dann irgendwie erzählst, die darf jetzt nicht mit irgendwem anders was machen, dann reden wir nochmal. Alles geklärt, alles ist gut. Alles gut. Und du bist auch noch in meiner engeren Auswahl und wir schauen einfach, ja, was, du auch. Was das Leben hier bringt. Fertig. Am ersten Tag war ich natürlich mit ihr, am zweiten Tag war ich dann halt mit der Kim. Am dritten Tag gucken wir dann. Das klingt so. Und am siebten Tag schuf Gott die Welt. Ja, dann guckst einfach mal weiter. Macht es locker, macht es nicht locker, macht es wie ihr wollt. Darf ich dir mal was sagen? Ja. Ich mag echt deine Art, ne? So wie du bist, so, ich mag deine Art. Danke. Das tut mir gut. Außer, dass du so ein bisschen brüde warst und mich nicht küssen wolltest, als ich den Joghurt gegessen habe und mit der anderen Hand die Kippe geraucht habe. Wo ist eigentlich jetzt dein Joghurt? Wie der da sitzt, kommt mir sehr unnatürlich vor. Deine Art so? Das ist für mich einer der schönsten Komplimente, finde ich. Nee, ehrlich. Wir sind auf einer echt... Also wie gesagt, du bist echt einer meiner Favorites. Ja, du bei mir auch, ganz klar. Ich glaube, dass da irgendwo was ist und ich glaube, wir matchen sehr gut miteinander. Ich habe mich auch gerade gewundert, was machen die denn jetzt da? Aber gut, Mike ist ja jetzt mit Kim, da muss Sabrina sich ja auch nochmal umgucken und jetzt ist sie dann wieder bei Emanuel, um zu gucken, ob er vielleicht das Perfect Match ist. Hier sind so viele Storys, ne? Findet ihr das auch manchmal verwirrend? Nee. Weißt du, was mich noch interessieren würde? Warum trägst du Thrombosestrümpfe bei 35 Grad im Schatten? Wie bist denn du so, wenn du jemanden kennenlernst, ne? Ja. Und du meinst es so ernst gerade. Wie weit bist du bereit, so nicht dein Leben zu ändern? Du sollst bleiben, wie du bist. Maschallah, mach das. Liebe und lebe das, was du liebst. Aber wärst du so auch bereit, was so die Städte und so betrifft? Ja, safe. Da oder bin bist ich voll, du so eingeschränkt? Gar nicht, da bin ich voll open-minded. Hä? Aber wenn du doch willst, dass sich eine Person überhaupt nicht verändern muss, so ein Wohnortwechsel ist auf jeden Fall ja eine Veränderung. Vielleicht ist da deine Arbeit, deine ganzen Freunde, das bist ja auch irgendwie du. So, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Und also ich will nicht, dass du dich veränderst, aber Wohnort schon. Das passt für mich nicht zusammen. Ich bin so sehr straight bei sowas. Und bei mir gibt's Hop oder Top. Hä, das heißt, würde er nicht umziehen oder... Was meint er damit? Ich mag dieses Mindset mega, es zieht mich an. Wenn ich mich auf eine Frau einstelle, dann gehe ich in die Vollen so. Ja, ich kann mir schon gut vorstellen, dass wir irgendwann ein Perfect Match sein könnten. Ja gut, dann bei der nächsten Matching Night vielleicht dann mal zusammen. Oder beim Spiel zusammenspielen und dann das Spiel gewinnen, dann aufs Date und dann in die Matchbox gewählt werden. Ah, apropos, wir sind jetzt auch hier bei unserer ersten Matching Night angekommen. Wir waren sowieso mehr Jungs als Mädels, so ein bisschen Salami-Party. Es sind definitiv viel zu viele Männer hier. Es ist echt Nudelsalat, zu viele Schwerterkreuzungen hier. Das muss auf jeden Fall minimiert werden. Genau, wir hatten nämlich ja noch eine Frau zu wenig. Die kommt jetzt um die Ecke und soll ich euch was sagen, sie ist ein waschechtes Topmodel. Ich bin Daria, ich komme aus München, bin 30 Jahre alt und ich war bei Topmodel. Muss ich sagen, habe ich noch nie gesehen, ich gucke Topmodel auch nicht. Ich habe das mal geguckt, damals als Teenager, hat mein Kopf gefickt, sage ich mal so, mein Leben zerstört. Wer das verzeiht, der hat einfach keine Selbstachtung. Und dann habe ich auch aufgehört, das zu gucken. Weil es wird ja nicht besser. Von Staffel zu Staffel war es ja immer nur noch mehr Kopfig, ne? Deswegen kenne ich auch leider diese Dame nicht, aber ich bin gespannt. Damals war ich auf jeden Fall die Zicke des Jahrtausends. Aber war sie die Zicke des Jahrtausends oder wurde sie so geschnitten? Weil Topmodel ist ja wirklich bekannt dafür, dass jeder da seine Rolle bekommt. Ich werde bestimmt nicht hier das graue Mäuschen sein, weil es ist einfach nicht mal naturell. Genau, das ist ja auch Quatsch. Will hier keiner sehen, graue Mäuschen. Obwohl, Danilo. Der steht auf graue Mäuschen. Damit ich mit einem Mann glücklich bin, sollte er so ein Oldschool-Gentleman sein. Da fällt mir schon einer ein. Klar. Na Jungs, was sagt er zu Daria? Top. Lecker.
Ich finde es irgendwie ekelhaft, dass die da jetzt steht und Sophia Thumann dann so, na Jungs, was sagt ihr? Und jeder kann sagen, die ist heiß und wow, oder nee, blond ist nicht so meins. Aber was erwarte ich? That's her show. Appetitlich ist ein Gesamtpaket. Kann man wieder arbeiten. Als ich sie gesehen habe, habe ich Gefahr gespürt. Da habe ich auch noch was anderes gespürt in der Hose, wenn ihr versteht. Sagst du zu den Jungs, kann man machen und manche halt eben auch nicht. Herrlich. Sympathisch. Ich habe mich heute für Danilo entschieden. Ja, die darf sich natürlich jemanden aussuchen, ne? Sie nimmt den guten Italiener. Das ist definitiv, ich glaube, die falsche Show für mich. Das frisst mich auf. Ich wäre, glaube ich, lieber so bei Wer wird Millionär jetzt irgend so eine Frage beantworten. Hätte ich meine Ruhe. Hätte ich meine Ruhe, hätte ich meine Millionen. Tja, du hast dich aber für I Use One entschieden, lieber Danilo. Ja, ich weiß auf jeden Fall nicht, was ich denken soll, was ich fühlen soll. Ich bin irgendwie ein bisschen gestresst. Ah ja, stimmt. Sie ist doch hier mit Danilo. Und jetzt kommt da eine Granate aus dem Busch und auf einmal nimmt die auch noch Danilo. Das ist ja hier wohl eine Frechheit nach der anderen. Die anderen Männer werden natürlich nicht locker lassen. Wir wollen sie auch kennenlernen. Oder werden wir mal in die Offensive gehen. Dass du sie kennenlernen willst, das war mir klar. Das war mir klar. Du lässt ja nichts anbrennen. Nö, ich bin kein Frauenschwarm. So, die nächste Sandra, wen nimmst du? Ich habe mich für den entschieden, der mir am besten optisch gefällt. Ja. Und der gut küssen kann. Oha! Wer ist das? Paco. Paco! Oh. Oh, hätt's gedacht. Oh Gott, Paulina muss jetzt noch so gute Miene zum bösen Spiel. Das würde ich auch nicht machen. Warum? Bestimmt einfach, damit Paco weiterhin irgendwie sie cool findet. So, die will sich auf jeden Fall diese Tür noch offen lassen. Und ja, nicht die Blöde sein, die jetzt irgendwie schlechte Stimmung macht oder so. So, if they tell you that you are too much, then tell them go find less. Paulina. Hello. Wie geht's, wie steht's? Jetzt steht gar nichts mehr gerade. Wie findest du das, dass Paco Sandra geküsst hat? Ja, er hat ja nicht nur Sandra geküsst, er hat auch Kim Virginia geküsst. Das hat jetzt Sophia eben auch nochmal angesprochen, als Paco da vorne stand und so. Schön ist das hier nicht. Das ist für mich mittlerweile fein. Mittlerweile? Ja. War es vorher nicht fein? Ja, also es war nicht das Problem, dass der andere Frauen geküsst hat. Ich glaube, es war einfach die Kommunikation, die gefehlt hat. Aha. Und ja. Ich frage mich, ob die extra so ganz leise redet, damit die da hinten nicht hören, was sie sagt. Oder haben die da nochmal so eine Box stehen? Aber gestern Abend hast du ja noch geweint, ne? Ja. War ein bisschen traurig. Weswegen genau? Es war viel. Also Paco hat noch so ein bisschen i-Tüpfelchen und dann war das fast voll. Mhm. Ja. Eine Frage hätte ich da aber. Mhm. Was ist denn eigentlich da aus deiner 90-Tage-Regel geworden? Ja. Waren ja eher 90 Sekunden, ne? So ungefähr. Ja. Ich habe diese 90-Tage-Regel ehrlich gesagt irgendwie nicht so richtig mitbekommen. Aber es steht auch ständig in ihrer Bauchbinde, dass die wohl so eine 90-Tage-Regel hat, bevor sie mit irgendwem intimer wird oder den küsst oder so. Über Bord geworfen? Ist ja auch das, was ich dann auch gestern bereut habe. Mhm. Ich muss ja wieder mal. Dieser Moment, wo Sophia Thumann da so steht. Ist einfach so unecht, man kann ihr das nicht abnehmen, dass sie da jetzt, also das Ding ist halt, ne, ihr wisst ja, die kann eigentlich nicht empathisch mit irgendwelchen Menschen umgehen, vor allen Dingen nicht mit anderen Frauen. Und ich glaube, die hat so einen fetten Einlauf und so ein Briefing bekommen vor I Use One. Sophia, reiß dich zusammen, mach deine Sprüche, aber sei nett zu den Kandidaten und vor allen Dingen zu den KandidatInnen. Ich habe jetzt extra gegendert, weil davon hält sie ja auch nichts. Ne? Jeder, wie er will. Jeder, wie er will. Aber ich kann ja dann auch gendern. Und ja, jetzt weint da eine vor ihr. Was macht sie? Come on. Ja. Ja, meint sie? Ja. Oh, die blöde Holt, Paco. Sowas finde ich scheiße. Ist mir auch wieder Wumpe. Kann dir doch Wumpe sein, aber musst du es so offensichtlich zeigen? Behalt's doch einfach für dich. So. Bist du so traurig, weil du das bereust? Ja? Ja. Musst du aber nicht. Weil wir sind bei Are You The One. Und hier darf man machen, was man will. Weißt du? Das finde ich jetzt auch sehr überraschend, dass sie nicht sagt, du bist halt eine dreckige Schlampe. Weißt du, wie ich meine? Würde ich auch erwarten von der Moderatorin. Und wir sind erst am Anfang. Glaub mal, das, was du gemacht hast, ist ein
Ganz, ganz klitze, 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 klitze. Kleine Aktion von dem, was der Rest der Kombo hier treiben wird. Frauen müssen eine geile Zeit haben, Frauen müssen Spaß haben und Frauen müssen ihr Leben genießen, genau wie Männer es tun. Punkt aus Ende. Ja. Und es gibt auch auf jeden Fall einige Männer, die dich gut finden. Ich hoffe doch. Das ist ja der Danilo hat das auch schon gesagt. Da muss ich sagen, grüne Fahne, das fand ich jetzt wirklich süß. Auch von Sophia, dass sie die da irgendwie versucht aufzubauen. Also es fühlt sich völlig unnatürlich an, weil wer ist diese Frau? Ist das vielleicht doch Lola in einem Kostüm von Sophia Tomala? Oder wer ist es? Aber finde ich gut, dass sie sie da nochmal so aufbauen. Wer nimmt sie? Den hier. Wir geben uns ein bisschen länger. Ja, dann versucht mal euer 90 Glück. 90 Tage, ne? Diesmal. Einloggen. Genau, neu. Die lacht sogar über den Witz von Paulina. Wer ist diese Frau? So, Paco, lass sie in Ruhe jetzt, ne? Der war gut. Da muss ich nicht, bereut sie ja. Genau, das ist ja das. Ich wähle den Marvin. Ja. Ja. Überraschung. So, nächster. Kim Virginia. Ich würde tatsächlich überraschenderweise einmal den Mike wählen. Ach, okay. Tatsächlich. Warum ist das jetzt so überraschend? Egal. Du hast dich ja von Minute 1 eigentlich ganz gut mit Sabrina verstanden, ne? Ja, ich kann nicht zweigleisig irgendwie so, weißt du? Ich habe ja Fokus jetzt erstmal und dann. Fokus, ja. Fokus auf und danach anderer Fokus. Ja. Fokus auf? Ja, auf Kim. Ah, okay. Ja, ja. Ja. Ah, ja. Das hat der Sabrina aber auch nicht gesagt, ne? Super. Aber dann vor Sophia kann er es sagen, klar. Ist ja auch mit dem Rücken zu Sabrina, das ist nicht in die Augen gucken oder was, ist einfach eine andere Ausgangslage. Müssen wir auch verstehen, ja. Aber ich finde das krass, weil eigentlich ist es doch, dass die Jungs da zweigleisig fahren und dann immer wieder sagen, ist doch Alto, wir müssen hier doch jeden kennenlernen. Also es wäre ja jetzt auch nicht verkehrt. Auch Marie, ich weiß den Namen jetzt, hat das ja auch gesagt, so, dass das das Spiel ist, ne. Aber so einer ist er nicht. Zweigleisig fährt er nicht. Ich verstehe nur Bahnhof. Wen wählst du denn heute, Sabrina? Ich wähle Emanuel. Emanuel. Okay. Den finde ich irgendwie strange. Haben wir doch lockt mal. Euch mal ein. Genau. Die Jenny nimmt hier den von Jersey Shore. Ich bin natürlich sehr froh. Also, sie ist auch eine meiner Favoritinnen. Der hat auch ein interessantes T-Shirt an, ne? Hier so kleine Reißverschlüsse, Bistel sind sie auf. Toller Style. Marie, wer könnte jetzt nun ein Perfect Match sein? Fabio natürlich. Und die nächsten noch dazu? Die ist hart verliebt, ne? Guck, wie sie mich anguckt. Guck. Bonnie. Einfach ich. Ich guck dich nicht mehr. Alicia, ja, komm zu mir. Endlich. Endlich, Mann. Können wir mal ein bisschen mehr Sendezeit für Alicia bekommen? Danke. Ich nehme den lieben Plätze. So, alle Matches sind eingeloggt. Das heißt, wie viele Lichter werden jetzt angehen? Nochmal zur Erklärung, wenn kein Licht angeht, ist es ein Blackout. Und bei einem Blackout verlieren sie auf einen Schlag 50.000 Euro. Das klingt jetzt erstmal hart und so, aber manchmal ist ein Blackout auch gut, weil du dann siehst, okay, alle, die jetzt in dieser Konstellation saßen, sind auf gar keinen Fall ein Perfect Match. Ja, eins ist schon mal da. Wird es noch ein zweites geben? Ja! Und ein drittes? Drei wäre sehr gut. Ja! Ja, Bruder. Super. Drei sind an. Das war's auch. Also mehr gehen jetzt nicht an. Aber drei für die erste Matching Night ist schon sehr, sehr gut. Wollen wir uns mal vorstellen? Lass uns mal vorstellen, was ist denn los, Freunde? Ja, das wollte ich auch gerade machen. Ich hatte wirklich richtig Angst, dass das nichts wird mit den Girls. Aber die sind wirklich sehr, sehr nett. Da habe ich ein bisschen Angst, dass die auch immer so wieder mit den Girls und so, ne? Was ist da eigentlich los? Schlechte Erfahrungen gemacht bei Germany's Next Topmodel vielleicht? Waren auf jeden Fall sehr, sehr zuvorkommend und sehr lieb und herzlich. Ach, das ist so schön. Haben wir auch tolle Frauen da. Ist halt so. Hallo. Hallihallo. Wie geht's denn so? Magst du dich dazusetzen? Und? Fühlst du dich wohl in der Runde? Ich brauche noch ein bisschen. Brauchst noch ein bisschen? Ja. Wie könnte der ganze Villa gefährlich werden? Ich habe noch nicht mal abgeschlossen, eine kennenzulernen. Jetzt kommt die nächste, wo mich so wow, positiv mitnimmt einfach. Ne? Wie abgeschlossen? Du und Jenny, ihr wollt doch da raus zusammen, Hand in Hand. Und wurdest du gut aufgenommen? Schon, oder? Ich glaube auch.
Kommst du auch aus München? Mhm. Hier, kommt zwei Münchner, unterhaltet euch. Da musst du eh gehen, wir sind eine andere Liga, mein Freund. Was für eine Liga sind Münchner? Kann man mir das sagen? In die Kommentare schreiben? Hört man nicht immer von Münchner, dass sie so arrogant sind? Das würde ja passen. Ey, das ist auch ziemlich geil. Ja. Komm mal mit. Oh, jetzt ist er doch mal kurz zu Jenny. Na, wie geht's? Wie steht's? Findest du so denn gut? Schon schlecht. Ne? Ist dein Typ? Was ist überhaupt dein Typ? Ich hab keinen Typ. Natürlich ist eine hübsche Frau. Naja, ein Typ hast du schon ein bisschen, ne? Halt eine, die gerne kocht, backt, bügelt und überhaupt. Ist sehr hübsch, ist sehr hübsch, interessant. Wenn ein Mann mir das Gefühl gibt und ich ihn sehr, sehr mag, dann ja, dann klar, dann kann ich auch eifersüchtig werden. Ja, why not? Bist jetzt auch nicht mit Marvin zusammen, ne? Der würde sagen, du spinnst ja wohl. Oder ein Mike oder ein Paco. Also du willst es mit mir so weiterlaufen lassen? Ja. Ich fühle mich wohl bei dir, drum. Okay, ja gut. Also er will weiter Jenny kennenlernen. Ja, ich mich bei dir auch, vor allem nach heute. Du hast mir ein gutes Gefühl gegeben. Ich fand das doch voll intensiv. Was war denn heute? Ich habe keine Ahnung. Ja. So, am Pool. Ja, wird sich nichts ändern. Was war denn am Pool? Habe ich das rausgeschnitten? Anscheinend. Dass ich heute Nacht neben dir schlafe und es genauso weiterläuft wie bisher. Ach süß, jetzt hat sie sich nochmal rübergelehnt und ihm dann die Lohn ein kleines Küsschen gegeben. Schön. Dann wissen wir da auf jeden Fall Bescheid. Das Traumpaar existiert weiter. Aber ist es, also ich glaube, Danilo macht das schon im Kopf, dass die kein Perfect Match sind. Und er denkt sich, Und Jenny war ja auch eine, die hat am Anfang, in dieser ersten Nacht, wo Danilo da so saß und alle beobachtet hat, wird rumgeknutscht. Ich glaube, einmal mit Kim Virginia und dann noch, im Pool war sie mit Kim Virginia, glaube ich. Und bei diesem Spiel hatte sie ja Mike gewählt, vor Danilos Augen. Ich möchte was krass sagen, Daria. Ja. Ich bin der einzigste Mann in dieser ganzen Villa, der noch nicht mit meiner Frau im Bett geschlafen hat. Kurze Frage, einzigste, gibt's das? Mensch, dann ganz alleine, seid hier mit mir. Alter, das ist mein allein. Platz. Ah ja, stimmt. Ich kann's dir zeigen, wenn du willst. Ja. Ja klar, zeig ich dir auch mal direkt den Boom Boom Room. Tut er so, als wäre das sein Zimmer. Hier ist mein Bettchen. Hier, gell? Ja, schau, ich bin der Einzige, der auch mit Schlafanzug schläft. Einfach ein Pyjama da. Ich bin auch ein Pyjama-Mensch. Ich würde, glaube ich, einfach nicht im Pyjama schlafen, weil es mir so heiß ist dort. Aber nee, da wäre ich raus. Und bis jetzt sieht es extrem gut aus für Sie in meinem Ranking. Das ist klar. Wenigstens hast du das Bett auch so halb gemacht. Ja, dass ich lüften kann. Ich lüfte das sogar aus in der Früh immer. Ich hänge das da draußen am Meer hin und so. Echt? Ist irgendwie süß, aber irgendwie ist es auch ein bisschen mit seinem Hygienetick. Kann es sein. Als Mensch mit Hygienetick natürlich ganz wichtig. Ja, ich wollte gerade sagen. Jetzt mal meinen Kleiderschrank sehen, wie sauber der eingeräumt ist. Ja, komm, zeig's mir mal. Aber guck mal, ne? Ist euch aufgefallen, die rennt da barfuß rum. Macht ihm das nicht schon absolute Paras? Also wenn sie heute Abend nicht ihre Füße wäscht vom Schlafen gehen, ich glaube, dann ringelt seine Glocke. Die ringelt. So, weil ihr wisst, wie Glocken funktionieren. Das will ich sehen, wie sauber du hier unterwegs bist. Ich verstehe mich voll gut mit ihm. Schau mal, ich habe hier meinen Bademantel. Ich habe auch einen Bademantel. Nein. Doch, ich bin so ein Bademantelmensch. Ich liebe, ich auch. Ich frage mich halt, wie viele von euch haben Bademantel? Es werden doch locker mehr als 50% sein. Oder bin ich jetzt völlig bescheuert? Ist es wirklich so eine Spezies, eine ganz bestimmte, besondere, die keine Bademäntel besitzen? Bademäntel besitzen? Anscheinend. Oder geht es hier darum, dass sie auch einen Bademantel bei 35 Grad im Schatten mitgenommen hat nach Thailand? Das kann natürlich auch sein. 100%igen Perfect Match. Wenn das kein Perfect Match ist, zweifle ich an den Psychologen. Ich muss es direkt so sagen. Dann müsste man nochmal nachkontrollieren, wo, wann dieses Examen auch ausgestellt wurde. Absolut. Das würde ich genauso machen. Stell mal vor, der geht dann in die Matchbox mit dir und dann ist so ein No-Match und Fabio nimmt die Hütte auseinander. Sogar mein Koffer ist hier noch, guck mal. Hier ist mein Den habe ich in weiß. Echt? Mhm. Das ist ja krass, unsere Gemeinsamkeit. Also das ist ja wirklich Perfect Match. Hoch 100, die haben sogar denselben Koffer, in schwarz und dann in weiß auch noch. Also wir haben auch gemerkt, dass wir einige Gemeinsamkeiten haben. Ja, ich bin im Verkauf, also ich habe auch eine eigene Firma. Okay, und, für? Staubsauger, das sind so Luxusstaubsauger. Meinst du
Boah, du bist krass. Ja. Ich hab einen. Und jetzt sag ich, das ist ein Perfect Match. Das gab es so noch nie. Und er sitzt da. Oh mein Gott, Mama. Also das ist wirklich ein toller Moment. Echt? Ja. Das muss ein Perfect Match sein. Geht gar nicht anders. Das glaube ich jetzt nicht. Da. Das finde ich so cool. Da hat die dann den Staubsauger. Bei wem hast du den denn gekauft? Fräulein. Ich mag einfach den Fabio seinen Humor. So, ich habe das Gefühl, dass wir da so ein bisschen auf der gleichen Wellenlänge sind. Ich glaub's gar nicht. Yeah. Warum? Ist ja krass. Aber der ist ja, der ist wirklich lustig, ne? Aber sein Hygienefimmel, der hat mich jetzt schon ordentlich abgeturnt. Bist du im falschen Film, Mann? Bist du im falschen Film? Das haut mich jetzt voll weg. Warum? Wirklich. Ich schlafe jetzt jeden Tag neben dir. Ja, sollen wir das so vereinbaren? Okay. Okay, Hand drauf, okay? Okay. Machen wir das so. Okay, okay. Die zwei Sauberen unter ja, sich. Ja, das ist echt so, okay? Die haben sich jetzt wirklich die Hand darauf gegeben, dass die bis zum Ende der Show jede Nacht miteinander pennen. Also irgendwie scheint es wirklich ziemlich gut zu passen bei denen, oder? Wow. Besser kann ein Start nicht starten. Absolut. Ey, da freue ich mich. Da freue ich mich. Und guck mal, die haben auch direkt so ein ganz anderes Level von Gesprächen. Da geht es nicht nur um Bumsi Bumsi und Baby, komm mal her. Findest du wirklich meine Beste? Sondern serious shit. Serious shit. Und dafür brauchen wir so einen Fabio und dafür brauchen wir auch so eine Daria, dass er endlich auch mal ein bisschen Grips in die Bude kommt. Damit will ich nicht sagen, dass andere Personen da keinen Grips haben. Aber vielleicht haben sie sich einfach für ein anderes Image in dieser Show entschieden, was sie gerne in die Welt transportieren würden. Versteht ihr das? Oh, wie süß du bist, schwere. Ich schaffe alles und voll süß. Wir gucken jetzt aber mal rein. Marvin und Shakira haben nämlich auch ein Serious Talk. Was sagst du so, wenn du jetzt schon nachdenkst, so nächste Matching Night? Würdest du wieder in die Richtung gehen? Würdest du wieder machen? Ich überlege die ganze Zeit so, wenn ich nach dem Optischen gehe, so, dann sind wir ein Perfect Match so. Aber ja, ich will ja nicht, dass du mich magst, nur wegen meinem Optischen. Ja, ja. hab ich auch nicht gesagt. Bei manchen Sachen so denke ich wieder anders. Und zum Beispiel? Zum Beispiel, dass du sagst, ich ziehe jetzt mit jemandem zusammen, der mit mir verheiratet ist. Kann ich eigentlich gar nichts mit anfangen. Hey, das verstehe ich nicht. Ziehe mit jemandem zusammen, der mit mir verheiratet ist. Das ist doch das Normalste der Welt. Also man kann auch verheiratet sein und nicht zusammenziehen, aber was will der uns sagen? Ich schick nix. Ich weiß ja nicht, wenn ich nicht mit einem Menschen zusammengelebt habe und weiß, wie das ist, tagtäglich irgendwie diesen Alltag zu bewältigen, weiß ich nicht, ob das die Frau fürs Leben ist, so weißt du? Aber hier geht's doch nicht um die Frau fürs Leben, oder was? Also scheiße, der Kevin hat mich hier angemeldet, damit ich endlich mal mit einer nach Hause komme. Jetzt habe ich sein Spiel durchschaut. Nämlich Picasso. Und dann heiratest du und dann im Alltag kommst du dann gar nicht klar und weißt, ey, was hast du eigentlich gemacht? So, weißt du, hast jetzt irgendwie einen Ring und so? Keine Ahnung. Ach, der hat Angst vor irgendwas, vorm Heiraten. Kann das sein? Och Marvin, so schlimm ist das nicht. Das verändert eigentlich nichts. Es ist nur ein Ring, mach dir keine Sorgen. Ist auch nur ein Papier. Es ist wirklich auch, was du da vom Kopf herein investierst. Wenn du sagst, okay, jetzt ist man verheiratet, Liebe fürs Leben, bla bla bla. Das macht natürlich auch Druck. Ne? Aber warum sollte man sich den Druck denn machen? Man liebt sich doch davor schon. Man hat sich dafür entschieden zu heiraten. Das ist meine Meinung. Wie seht ihr das? Das sind schon klasse Punkte. Das ist schon heftig. Genau. Sie hat auch Katzen. Ich habe eine Katzenallergie. Also damit Katzen, da würde ich aber auch. Aber hier. Aber ganz schnell. Ich weiß gar nicht, wo ich stehe. So, ich weiß gar nicht, wohin mit mir eigentlich so. Deswegen werde ich mich auf jeden Fall nicht nur auf Shakira konzentrieren, aber auch jetzt nicht wegdistanzieren. Sehr gut. Sehr gut gemacht, Baby. Nee, aber ich finde das spannend. Ich glaube, Marvin hat halt vielleicht... Hatte der schon mal eine feste Beziehung? Das würde mich halt gerne mal interessieren. Gerne mal, vor allen Dingen auch. Ich kann sehr, sehr gut germanistisch mich ausdrücken. Definitiv. Aber das ist wirklich sowas, was ich mich frage. Ob er generell einfach Angst vor dieser Bindung hat. Ich kann nicht reden. Und die Sonja hat auch keinen Bock, wenn er sich hier das Video dreht. So geht es nicht. Die will einfach raus. Es ist 35 Grad. Die will sich da jetzt in die Sonne legen. Mit ihrem fetten Fell. Ein Bali Dog. Durch und durch. Es ist halt jedes Mal ein Stich ins Herz. Zwischen Mike und mir, da knistert es natürlich schon. Mike, der wäre am liebsten, glaube ich, nach Minute zwei... mit mir gerne in Boom Boom Boom. Und schon wieder muss ich daran denken, dass sie Shakira gesagt hat, halt deine Beine zusammen. So, ich bin gerade voll aggressiv, ich schwör. Nächster Morgen.
Der Boom 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 wurde zur Hälfte schon mal eingeweiht. Ich find's geil, dass er so sagt, der Boom Boom Room. Du hast auf jeden Fall eine Praxis drauf. Das war auch. Das war schon klasse. Ja, das war schon klasse. Wisst ihr, was klasse war? Die hat dem einen die Trompete gepustet, wenn ihr versteht. Aber Vollgas, Vollgas. Und seine Füße auch zwischenzeitlich so. Samba, Dizanero! Könntest du auf jeden Fall jetzt mal Perfect Match sein in dem Bereich. Also. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich mit Mike gerne in die Matchbox möchte. Es wäre doch schön, wenn ich irgendwie machen könnte, was ich will. Und dann komme ich zu ihm zurück am Ende des Tages. Das wäre schön. Also dann würdest du es ja eigentlich genauso machen wie die Männers hier. Manche. 1, 2, 3 vielleicht. Was hast du so angegeben, was so dein Perfect Match sein könnte? Aufmerksamkeit. Loyalität ist auch wichtig. Und Respekt. Ich finde aber geil, dass der erste Punkt Aufmerksamkeit ist. Danilo, ich glaube, das ist deine Prinzip besser, nach der du die ganze Zeit gesucht hast. Und dir? Nicht viel eigentlich. Nicht viel? Also was ich brauche. Ich brauche eine Frau, die gut kochen kann, Wäsche macht. Ach so. Putzt. Aha. Und gut Liebe machen kann. Irgendwie finde ich so krank, weil er sucht halt einfach wirklich seine Mutter plus diesen Aspekt mit dem Sex. Ist Urinstinkt, ganz normal. Safe. Ah, Mensch. Ja. Nee. Sie so, bumsen kann ich gut. Jetzt mal Spaß beiseite. Ich bin sehr oldschool. Ich bin auch so Ido. Also ich hätte kein Problem, so Hausfrau zu sein und mich um alles zu kümmern. So. Aber da habe ich jetzt auch noch mal eine Frage. Ne? Das fand ich auch bei Paulina irgendwie schon ein bisschen crazy. Dass man davon ausgeht, dass man dann wirklich die Hausfrau ist, zu Hause bleibt, der Mann geht arbeiten, man kriegt die Kinder und sowas alles. Heutzutage ist das doch so ein krasses Privileg, wenn nicht beide trotz Kinder arbeiten müssen, weil es einfach immer teurer wird, man weniger verdient, was weiß ich. Also wer kann sich das eigentlich heutzutage noch leisten, dass einer nicht berufstätig ist und der andere halt schon, aber auch nur. Das ist doch irgendwie auch eine Frage, die man sich mal, also oldschool hin oder her, ne? Aber wir haben halt auch nicht mehr die 50er Jahre. So schön. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Also ich finde schon, dass da ein bisschen funkt. Also ich glaube echt, bei Danilo musst du nur sagen, ich bin Hausfrau. Hausfrau ist mein Lebensinhalt und dann sagt er yes. Kette angelegt. Aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ja, gut. Ich sehe dich auch mehr mit Fabio, bin ich ehrlich. Guten Morgen, ihr Luftpumpen. Alle schweigen, keiner lacht. Ist einfach auch eine gute Stimmung. Wie immer. Ja, hier wird jetzt ein Spiel gespielt. Ich erkläre es euch kurz. Es gibt eine Luftpumpe und zwei Teams, ne? Die müssen sich ja jetzt wieder jemanden aussuchen, der ihr potenzielles Perfect Match sein könnte. Mit dieser Person spielen sie dann. Sie haben eine Luftpumpe, zwei Personen, dürfen aber weder Hände noch Füße benutzen, um zu pumpen. Das heißt, es wird mit dem Körper gepumpt. Das heißt, es gibt sehr viel sexuelle Bewegungen, die jetzt hier ausgeführt werden. Das ist nichts für unsere Augen. Ich werde mir nicht allzu viel Mühe geben, weil ich möchte nicht rausfliegen heute, ganz ehrlich. Da denke ich mir, egoistisches Schwein. Weil ganz ehrlich, das Spiel geht darum, dass ihr eure Perfect Matches findet. Die denken, die sind ein Perfect Match vielleicht. Wenn die jetzt gewinnen und in die Matchbox kommen, dann sind die ja raus. Das heißt, keine Sendezeit mehr für Kim Virginia. Das heißt, dann manipuliert die wieder das Spiel, gibt sich keine Mühe, damit sie gar nicht erst auf dieses Date muss, vielleicht in die Matchbox kommt, damit sie weiterhin länger drin bleiben kann und ihre Show da abziehen kann. So. Also bist du fürs Spiel da? Bist du für Sendezeit da? Wenn du nur für Sendezeit da bist, ist ja auch okay, aber dann wirf es doch nicht Shakira vor. Macht gar keinen Sinn. Man kennt ja die berühmten Stellungen so, ne? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich euch das zeigen kann. Aber wieder eine. Alicia hat den Weg gefunden, wie man es doch auch machen kann, ohne dass es aussieht wie ein Trockenporno. Das ist so anstrengend, ich kann nicht. Okay. Ich liebe sie dafür. So, die ersten zwei haben das Boot aufgepumpt, sind im Wasser. Die müssen dann darüber schwimmen mit diesem Boot und eine Fahne ziehen. Dieses Paar ist übrigens Jennifer und der von Germany Shore. So, wir haben jetzt noch ein Paar. Komm, gib Gas hier. Ja, rennt! Mike und Kim müssen das schaffen. Ja, los, Mike! Los! Mach das! Die wollen es aber überhaupt nicht schaffen, ne? Die gehen da auch ganz gemütlich erstmal zum Wasser. So. Die haben das Boot schon aufgepumpt. Jetzt könnte man doch wenigstens mal kurz an die Gruppe denken. Und nicht nur an sich. Nö. Jetzt ist hier Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Danilo und Daria und Kim und Mike.
Ihr seht ja, wer sich hier ein bisschen mehr Mühe gibt vielleicht. Müsst ihr euch halt auch vorstellen, Danilo und Daria sind auch viel später erst ins Wasser gegangen mit ihrem Boot. Weil Kim und Mike, die sind halt so. Lalala. Boah, Mike und Kim wäre halt nice. Daria hat die Fahne. Natürlich hat Daria die Fahne, weil Kim niemals die Fahne hätte nehmen wollen. Sie will ja nicht gewinnen. Sie will ja so lange drin bleiben, wie es geht. Was passiert? Knie weg oder was? Mama, geht Kniescheibe raus. Oh Mann. Ja, kann immer mal was passieren bei der Leistung, die man abruft. Was für eine Leistung hast du denn abgerufen, Fabio? Ja, ich habe nichts gemacht, ich habe nur ein Ding gemacht, so ein Rad. Guck mal, die waren schon auf dem Weg zum Wasser, da muss er erstmal noch einen Radschlag machen bei so einem Spiel. Hasse ich sowas. Ja, dann mach das doch nicht. Du hättest doch einfach das war doch nicht schlimm. Das war doch nicht schlimm, Manu. Wäre auch langweilig, wenn wir jetzt schon wieder oder ich aufs Date gegangen wäre. Das checke ich nicht. Wieso schon wieder oder ich? War der schon auf einem Date? Das waren doch vorher? Ach klar, der war mit Paulina Jetski fahren. Ist ja alles gut gelaufen. Somit geht Danilo und Jennifer wieder aufs Date. Nur mit anderen Partnern diesmal. Nicht schlecht, Herr Specht. Gut. Schön. Schönes Gefühl. So, wie war es für Paulina? Die hat nämlich was zu berichten. War anscheinend nicht so schön. Das ist auf jeden Fall nicht mein Perfect Match. Wer? Steffen, sag mal. Ich fand, bei der Challenge hat der Steffen gar nicht auf mich geachtet. Gar nicht. Eiskalt. Was hat der gemacht? Der hat gar keine Rücksicht genommen. Überhaupt gar keine. Echt jetzt? Überhaupt gar keine. Aber ganz kurz, was kann er denn dafür, wenn sie da einfach reinfällt wie so ein nasser Sack? Wirklich? Er hat drauf geschissen, dass mein Rücken wehgetan hat. Ich sag, ich kann nicht mehr, ich sehe nichts. Er springt auf mich drauf, sag mal, knallt's bei dir? Das sehen wir jetzt auch nochmal. Aber wann hat sie denn gesagt, ich kann nicht mehr, ich sehe nichts, sie liegt da so. Als ob der das mitbekommen hat. Keine Ahnung, das ist so eine Art, so diese rücksichtslose Art, damit kann ich nicht umgehen. Also, weiß ich nicht. Der Steffen ist doch ein guter. Jetzt machen uns nicht madig. Das alte Devil zu Vibe, ey. Jetzt kommen wir aber hier zu einem ganz anderen Thema, denn Marvin und Shakira hatten wohl letzte Nacht ein kleines Vergnügen miteinander. Also, Sex, glaube ich jetzt Sex, ja, so wann, ab wann ist das Sex? So, sobald der drin ist, ist das Sex, oder? Oder erst, wenn die Bewegung losgeht. Da denke ich mir so, Sex ist doch schon, was ist für euch Sex? Bitte definiert es mir mal in die Kommentare. Sex ist doch auch schon Blasen oder so. Deswegen heißt es doch Oralsex. Ich hoffe, dass das nicht gesehen wurde, dass ich das nicht zeigen, weißt du? Ich habe es schon sehr undercover gemacht. Ich habe es schon sehr undercover gemacht, aber jetzt sitze ich hier öffentlich in dem Raucherbereich und flüstere mit dir und rede darüber. Sehr gut gemacht, Baby. Bruder, jetzt bist du aber ein Problem, weil du reingesteckt hast. Warte mal, Bruder, jetzt hast du ein Problem, weil du reingesteckt hast? Warum hat man dann ein Problem? Haben sie nicht verhütet? Geschlechtskrankheit. Ich glaube, ich habe richtig die Arschkarte jetzt gezogen. Du weißt, was sie schon ohne gemacht hat für ein Theater? Jetzt hast du mal ein kurzes Schnupperpraktikum gemacht. Wenn du jetzt danach irgendwie eine andere kennenlernen willst oder so, die wird dir die Hölle heiß machen. Der kennt die Frauen, der Paco. Halt einfach dein Maul. Meint ihr, die macht Drama? Ja, klar macht die Drama. Shakira, sie hat uns gesagt, sie liebt das Toxic. Ich glaube, in ihrem Kopf passiert jetzt noch mehr, als es schon vorher ist. Und das, ich will das eigentlich nicht. Dass sie Augenklappen hat und nur noch mich sieht, so. Aber er weiß, wenn er ihn einmal reinsteckt, dann gibt's diese Konsequenz. Er macht's aber trotzdem, weil in dem Moment lebt er ja nur in dem Moment. YOLO, ja? Aber jetzt die Konsequenz dafür zu tragen? Nö, weil wir sind hier bei Are You The One. Wir haben ein weiteres Baby bekommen. Und dass ich dann immer den größten Stress habe, wenn ich mit anderen Mädels bin, weil ich will auch noch andere Mädels kennenlernen. Ja, kannst du auch machen, aber dann, ich würde es einfach mal kommunizieren mit der Shakira, ne? Steffi hat es vorgesagt. Steffi war auch der Meinung. Das muss alles hier so mal ein bisschen aufgewühlt werden. Was sagst du, Paulina? Ist das komplett raus jetzt mittlerweile? Ja, Bruder, hör auf. Hab selten so eine nervige Alte erlebt. Ich bin aktuell mit Sandra. Wir haben jetzt was miteinander gehabt und sie, ich denke schon, möchte gerne, dass ich jetzt neben ihr schlafe. Wir sind cool miteinander. Ich glaube, wir haben uns auch darauf geeinigt, einfach cool und nichts Erzwungenes. Wenn der Vibe da ist, ist er da. Und wenn nicht, dann nicht halt. Mein Lieblingspart in diesem Satz ist, ich glaube, wir haben uns darauf geeinigt. Ich weiß ja nicht, weiß Sandra das schon? Die denkt doch, die ist die Neue an deiner Seite. Willst du rauchen? Nee, es passt, ich warte. Also ich bin ja fertig. Hey, Paulina, ich bin schon fertig, ne? Die will aber jetzt nicht mit Paco rauchen, Marvin. Was denkst du? Das meinst du zum Beispiel, ne? Komm, ich bin klar.
Ja, also verstehe ich aber auch nicht, warum Paulina denn da hingeht. Die sieht doch von 10 Meter, 50 Meter Entfernung, dass da gerade Paco und Marvin sitzen, um dann da hinzugehen und zu sagen, ah nee, doch nicht. Das macht doch auch keinen Sinn. Willst du machen? Hate the game, not the player. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also du hast Are You the One, aber nicht Paco. Ja, auf jeden Fall. Ich bin naiv, ja. Wir gucken zum Date. Ich habe uns das Gefühl, dass wir uns mega verstehen, so, ja. Aber irgendwie dieses Körperliche irgendwie nicht so, weißt du? Ja. Ich meine, ja gut, ich meine, bei uns ist es auch schwer, weil du hast es schon dich ja, bestens was gelegt. Ja so. Gut, aber du bist ja trotzdem bist mal in deinem Perfect Match. Ich kann es ja, irgendwie nicht bei dir. Okay, aber es ist ja auch eine Erkenntnis. Wenn die dann nicht in die Matchbox kommen heute, wissen die aber auch zumindest, okay, wir sind eher kein Perfect Match. Wie spielen wir dann das Spiel hier weiter, Schatzi? Hä? Willst du jetzt noch mit anderen rummachen? Hä? Willst du jetzt noch mit anderen rummachen? Warum? So generell. So generell, ich sag mal so, würde jetzt Sabrina vor ihm stehen. Wird er sagen, that's the game. Bei dir, Kim, da weiß ich es jetzt allerdings auch nicht. Ich hätte mir schon super gerne Paco und Fabio noch mal näher angeschaut. Und Tizi auch. Aber ich weiß halt nicht, was dann am Schluss meine Konsequenz ist. Konsequenzen wollen wir im Leben nicht. Ja, da wird es keine Konsequenzen geben. Ich erinnere euch an Mike, der da mit Sabrina geredet hat. Heute ist die, morgen ist die, übermorgen vielleicht die andere. Von daher auch gleiches Recht für alle gilt. Bin ich doch sicher, dass das auch für Kim gelten wird, oder? Ich mach Spaß. Nein, du machst keinen Spaß. Du meinst das richtig ernst. Nein, ich würde schon gern noch mal ein bisschen auf Tuchfühlung gehen. Ich wollte nur wissen, wie deine Einstellung dazu ist. Hm? Also, so ist es dazu, aber feiern werde ich das nicht. Ah, feiern wird er das nicht. Verstehe ich jetzt nicht. Das ist doch das Spiel, Mike. Guck mal, wenn das jetzt in der richtigen Richtung geht, auf Beziehungen hinaus, dann sollte sie schon wissen, wo sie hingehört und nicht meine Grenzen überschreiten. Ah ja, aber was ist mit dir? Geht hier irgendwas in Richtung Beziehung mit dir und Kim Virginia? Habe ich da schon wieder mehr verpasst, als gezeigt wurde? Er gibt mir so ein bisschen Knastgefühle gerade. So ein bisschen, okay, mach das und dann wirst du sehen, was passiert. Das ist ein Knastgefühl. Ich dachte jetzt eher, das halt nichts machen. Aber mach's doch einfach mal. Ich will wissen, wie er reagiert. Kann man ihn auch mal in den Spiegel vorhalten? Wow. Schämst du dich nicht, Mann. Schämst du dich nicht. Antilla. Ich hab gelernt, Hausmann zu sein. Zeigst du mir jetzt deine Hausmann-Skills? Hey, ich bin sehr, sehr selbstständig. Ne? Ich bügele auch, wäsche, alles mache ich selber. Wow. Nee, das finde ich toll. Also es gibt hier wirklich alles an Mensch, ne? Alle Arten und Weisen. Sabrina, wenn wir jetzt so Perfect Match beschreiben von der Optik, ne, fällt sie halt schon da rein. Aber wieder dieses nur Optik. Ihr müsst mal ein bisschen tiefer graben. Ich glaube nicht, dass es hier nur um Optik geht. Weil das ist irgendwie das Problem auch von vielen, die da mitmachen. Die sind generell sowieso sehr oberflächlich. Die sollen auch mal lernen, das abzulegen. Oder bin ich jetzt falsch? Verarscht doch wen anders so. Vom Typ her ist Peter definitiv auch in meiner engeren Auswahl. Man merkt, du bist schon ein sehr selbstständiger Mensch. Sagt ihm das jetzt, weil er eben gesagt hat, er ist sehr selbstständig? Ja. Und ich mag es auch, dass du so respektvoll Frauen gegenüber trittst. Süß, das ist auch ein schönes Kompliment, oder? Da kannst du dir was drauf einbilden. Und die manche sind immer noch so in so einem veralteten Rollenmuster. Man wird mich niemals als die brave Köchin und Hausfrau sehen. Niemals! Weißt du, was das Beste ist? Warte kurz. Ich will es jetzt sofort wissen, aber das sagt auch schon, dass sie auf keinen Fall ein Perfect Match sein kann mit Danilo. Zum Beispiel, der Oldschool-Man. Einfach zusammenkochen. Ja, voll, ich mach das auch wohl gern. Macht ihr das gern zusammenkochen? Ich koche halt nicht. Das kann was werden. Das wird ein Match. Okay. Ich kann mir seinen Namen noch nicht merken. Die sollten den mal einblenden. Ich habe heute ein bisschen mit der Kim Virginia gesprochen. Jetzt heute mal nicht auf Flirt-Basis, sondern mal wirklich so, um herauszufinden, wer sie überhaupt ist. Endlich. Er hat das Spiel auch verstanden anscheinend. Wie ist deine Ansicht von einer Beziehung? Also, ich liebe Beziehungen, aber echt? Ich bin so ein Mensch, ich muss wissen, dass es das ist. Es war ein sehr überraschendes Gespräch. Sag mal, wer ist denn da nicht so? Wer macht denn eine Beziehung, geht eine Beziehung ein, wenn er das Gefühl hat, das ist vielleicht nicht die richtige Person? Oh Mann, da gibt es bestimmt viele, ne? Da lebe ich in meiner Bubble, du. Das ist 1:1 meine Antwort.
Weil ehrlich jetzt. Ich gehe erst in eine Beziehung rein, wenn ich vorher abgecheckt habe. In meinem Kopf habe ich eine Liste. Ich auch. Das ist so richtig so yes und dann so eh. Ist so. Alter. Alter, ich würde die Liste gerne mal sehen, was da so draufsteht. Körbchengröße Doppel-D, in Klammern Silikon gern gesehen. Boah, das ist, hast du meine Antwort kopiert, oder? Nein. Copy and paste einfach. Laber nicht. Ja, ich war maximal geflasht von dem Gespräch mit der Kim. Maximal geflasht? Übertreib doch nicht so. Ist das jetzt so krass, was die sagt? Ich liebe Beziehungen wirklich sehr. Ich liebe es, mit einer Person alles zu machen. Man will eine Person, mit der man das Leben maximieren kann zusammen. Richtig. Ich will so ein Team einfach. You know what I mean? Ja, das absolut know what you mean. Ich bin auch Team. Kim schaut auch maximal aus, ist eine 10. Und da vergisst man ganz schnell, dass dahinter sich auch ein Mensch versteckt. Und dann sprichst du und dann erzählt sie dir ein bisschen so von sich. Und das flasht einen geisteskrank. Ich finde das geisteskrank, dass der da sitzt und sagt, die Frau ist eine 10 von 10. Und dann vergisst du manchmal, dass ein Mensch dahinter steckt. Junge, hörst du dir zu? Weißt du, was das bedeutet, dass du Frauen einfach nur sexualisierst? Und dann halt einfach wirklich nur das siehst, was sie ist. Und dann denkst du, ja, das ist eine Frau. Und dann wird dir irgendwann bewusst, ah ja, da ist ja auch noch ein Mensch hinter. Oder was bedeutet das? Also ich finde das irgendwie schockierend, sowas zu sagen. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wenn ich so einen Paco sehe, ne? Oder Mike Heiter, nehmen wir den. Da denke ich doch auch, da steckt ein Mensch dahinter, obwohl er bombastisch aussieht, so. Also verstehe ich nicht. Das hat mich positiv überrascht. Das hat mich positiv, also, ihr wisst Bescheid, überrascht. Wusstest du gerne? Es kommt drauf an. Es kommt auf den Vibe drauf an. Was wäre das denn für ein Cringe-Moment? Kuschelst du gerne? Du willst doch jetzt hören, ja klar, ich schaukel dich ins Bett abends, Engelchen. Ich habe auch so ein Bett zu Hause, ist dann für Erwachsene, das ist wie so eine Wiege. Dann legst du dich rein, dann stoße ich an und dann singe ich dir noch ein Lied oder erzähle dir eine kleine Geschichte, wie du magst. Ich brauche ein bisschen, bis ich so kuschelig werde. So, bei mir kommt das jetzt, ich kann das nicht bei jedem. Oh, ist das jetzt die richtige oder die falsche Antwort? Aber du bist ähnlich, oder? Würdest du sagen, harte Schale, weiche Kern? Ja, ich glaube, dass du vieles halt hinter diesem charmanten Auftreten versteckst. Würdet ihr sagen, Danilo ist harte Schale, weicher Kern? Der hat doch voll die weiche Schale, oder? Ich glaube, Danilo hat sich noch gar nicht fallen lassen bei mir. Ich glaube, der braucht noch ein bisschen. Ja, der ist ja auch eigentlich mit Jenny. Das darfst du nicht vergessen. Aber was war dein erster Eindruck, als du mich gesehen hast, dass ich reingekommen bin? Gefährlich. Als Daria reingelaufen ist, war klar, die ist auch eine Favoritin. Also das sehe ich direkt. Bei mir ist so, ich sehe das. Ich sehe das halt direkt, weil es ist ein Topmodel, die kommt rein. Klar, es ist eine Favoritin. Ich glaube, jedermann hat das doch bei ihr gedacht, oder? Dieser Blick, sie hält lange, lange den Blick. Also lange. Aber ich gucke länger. Und dieser Blick ist gefährlich. Ey, wisst ihr, was mir da einfällt? Wisst ihr noch dieses Star-Battle? Zwischen wem war das? Das war Elsa und dann einer vom Bachelor in Paradise? Wenn wir das brauchen, weil ich glaube, das hole ich mal zurück. Das ist echt schwierig. Meine Hormone sind da schon und die gehen schon ab. Klar gehen die ab. Du bist Italiener, hallo. Bist du fürsorglich? Ich bin sehr fürsorglich. Hey? Ja. Also wenn du einen Partner hast, dann kümmerst du dich um ihn. Hey? Das geht für mich alles in eine ganz, ganz komische Richtung, Leute. Wenn es einem schlecht geht, dann kümmere ich mich schon um die Person. Das mag ich sehr. Also, nur wenn es einem schlecht geht. Was ist sonst? Aber auch, da sage ich schon mal, das mag ich sehr. Oh mein Gott, nein! Fabio, hey! Oh nö, der war ja noch beim Arzt wegen seinem Knie, ne? Der Chefarzt hat gemeint, ich soll in den Bum-Bum-Raum und mich verwöhnen lassen. Solche Sprüche, ne? Dafür lebe ich, dafür gucke ich sowas. See you later. Ja, jetzt müssen aber auch alle wählen, ne? Weil es sind ja jetzt wieder 4 Leute auf dem Date und die müssen jetzt entscheiden, okay, welches Paar kommt später in die Matchbox? Ich hoffe so sehr, dass die Danilo und diese Daria nehmen, weil das matcht ja unfassbar. Aber du bist eigentlich schon so der modernere Typ, hast du gesagt. Ich bin sehr modern. Also wirklich extrem modern. Sehr modern. Ja. Da würde Danilo denken, Jung, was ist denn da falsch gelaufen? Du bist voll der Freigeist. Ich bin Freigeist, ja. Ganz jetzt. Du bist halt so voll Naturmensch, ne?
Weißt du, also ich habe gern, wenn man die frische Luft irgendwo hat, eine gute Aussicht. Ich habe voll das Gefühl, die will den genau in so eine Schublade stecken. Die weißt du genau, okay, das ist der Typ Mann, Typ Mensch. Rein und zu. Willst du alleine reisen? Ganz alleine? Ohne jemand anders? Nee, ich bin da nicht so, muss ich ehrlich sagen. Ja, echt? Hast du schon mal probiert? Nee. Nee. Aber ich weiß ja ungefähr so, was mir gefällt. Nee, klar, ich will nicht sagen, dass du es probieren musst. Süß von ihm, süß von ihm. Nee, aber ich will ja gerne reisen, aber so, ja. Das ist so nicht so, nicht so meins. Was haltet ihr von alleine reisen? Vor allen Dingen also auch als Frau ist das ja schon ein Thema, so mit Sicherheit und so etc. Ich würde das ja mal voll gerne machen, aber bei mir ergibt sich das irgendwie leider nicht. Aber ich würde das schon gern mal machen. Habt ihr Tipps und Tricks zum Beispiel wohin? Ich würde jetzt auch vielleicht nicht nach Asien oder so, sondern irgendwo, wo es nicht so weit weg ist. Was macht man da am besten? Ist da am besten vielleicht so eine Stadt oder irgendwie ein Haus auf irgendeinem Berg? Nee, das wäre wahrscheinlich sehr einsam, ne? Aber stelle ich mir irgendwie auch geil vor. Schreibt mir mal eure Tipps, wenn ihr mögt. Denkst du, wir könnten ein Perfect Match sein? Also für mich bist du ein bisschen zu ruhig. Ja, ja. So. Ja. Mal sehen, aber ob das sich ändert. Das sind auch gute Eigenschaften. Ja. Aber das finde ich aber auch süß, dass sie ihm nochmal sagt, dass du schon ruhig bist, ist auch eine gute Eigenschaft. Schön. Ey, und das ist so harmonisch und süß eigentlich, wie die reden, ne? Und davon geht's jetzt zurück in die Villa. Da sind die Lampen an, was erwartet ihr? Küsse, Küsse, Küsse! Das ist jetzt Sabrina und dieser eine Typ, glaube ich, dass das Sabrina ist. Der hat auch vorher noch den Channing Tatum ausgepackt. Aber für mich ist das gerade so. Warum, Emanuel? Warum ist das für dich jetzt so? Erklär's mir. Mein Type ist so, weißt du, das ekelt mich an, Digga. Das ekelt ihn an, Digga. Diese Frau ekelt ihn jetzt an, weil sie bei Are You One jetzt mit irgendwem anders rumknutscht, der ihr potenzielles Match sein könnte. Weißt du, ich glaube, das Problem ist einfach, und das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum, ich möchte gar nicht sagen, dass das die Wahrheit ist, ja, aber ich glaube, das Problem bei Emanuel ist sein scheiß Ego. Er sieht jetzt, okay, die knutscht mit wem anders, ich bin vielleicht gerade nicht mehr die Nummer 1, was mache ich? Ich rede diese Frau schlecht vor anderen Männern, weil das pusht mein Ego wieder hoch, so, weil ich will die ja eigentlich nicht mehr, dann weiß der auch sofort Bescheid. Das finde ich jetzt schon eklig, also, ist eine dreckige, so. Kannst du mir auch gerade noch eine geben? Ist doch klar, dass ich das nicht feiere. So. Das ist für mich so, das Feuer ist so ein bisschen, das Feuer ist weg, so, weißt du? Ja, dann ist es halt auch nicht dein Perfect Match, ne? Würde ich mal behaupten. Such dir eine neue. Wisst ihr eigentlich, dass hier eine Vize Miss Deutschland sitzt? Ich Alter, die ist Vize Miss Deutschland? Und da lassen die zu, dass eine Person, die für Deutschland einsteht, übergriffig sich in TV-Formaten verhält? So eine wird dann Vize Miss Deutschland? Finde ich krass. Ist auf jeden Fall ein Statement, ne? Für Deutschland auch. Heilige Mutter Gottes, was ist das für ein Scheiß? Ich meine, excuse me. Wisst ihr eigentlich, dass hier Mr. Vize... Hier ist die Miss World Noble Queen Germany. Ich bin Miss World Noble Queen Germany. Und ich gehe nach Malaysia dieses Jahr. Ich bin Mr. Vize Deutschland, weißt du das eigentlich? Da könnt ihr stolz drauf sein, auf jeden Fall. Perfect Match. Hey, guck mal, wir sind ein Match. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ja, warum liegt hier Stroh? Warum hast du eigentlich eine Maske an? Das wäre die richtige Antwort. Oder? Oder? Ja. Frag ich mich auch. Ja, dann lass mich doch rein. Heute müssen wir den Boom Boom reservieren. Meinst du? Ich glaube schon. Ey, Kim, ich fick dich blind. Oh. Hat der gesagt, ich fick dich blind? What the fuck? Heute machen wir stabile Seitenlage. Da jetzt rum und der hat auch ihre Titte schon rechts da unten in der Hand. Na klar, na klar. Bin ich gespannt, was der arme Mike dazu sagt, ne? Haben wir geklärt. Es ist auf jeden Fall das beste Interview, was ich jetzt auf jeden Fall hatte. Das will ich aber mal hoffen. Ey, ernsthaft? Ja? Ja, ja. Alright. Ja, brauchen wir aber nicht drüber reden jetzt. Ich muss sagen, also ich habe es mir gerade überlegt, ne, würde Paco wirklich da so ein bisschen Gefühle für die aufbauen, was niemals passieren wird, weil wir kennen seine Einstellung. Aber dann würde die so mit denen spielen und so. Nein, Paula, das ist, du kommst in die Hölle wegen solchen Gedanken. Jetzt rede ich ja selber so mit mir wie er eben und sag Paula hier.
Ich bin ja kein Stück besser. Kein Stück. Also ich muss ja gar kein schlechtes Gewissen haben. Vor allem, die beiden sind nicht zusammen. Come on. Wir sind bei Ari geboren. Ah, ich find's geil. Ich find's geil, dass er keinen Bro-Kodex hat, weil das ist ja auch immer Doppelmoral hoch 1000, ne? Macht gar keinen Sinn. Was machst du eigentlich? Was mach ich denn? Du machst richtig Faxen, Alter. Ja, du machst richtig Faxen, Alter. Dafür muss ich mich nochmal erheben und kann nicht dir gegenüberstehen. Nein, ich stehe nochmal oben da drauf und mach auch so in dein Gesicht. Klar, ich habe jedes Recht dazu, weil ich bin dein fester Freund und viel mehr. Tja, ich glaube, Emanuel feiert das jetzt nicht unbedingt. Klar, kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Andererseits habe ich auch von Anfang an gesagt, dass ich mich da gar nicht festlege. Ja, aber das hat er anscheinend nicht verstanden, weil er fand das jetzt schon ziemlich eklig von dir auch, ne? Mal schauen, dass du meine Nummer 1 bist, ne? Genau, und du bist meine Nummer 1, das heißt, ich muss auch deine sein. Das heißt, Finger weg von den Jungs hier. Mein Ego verträgt das nicht. Zweite Wahl werde ich nicht sein. Ja. Das ist eins, was safe ist. Ja. Ist dir das eigentlich bewusst? Bin ich das? Ja, natürlich. Das wirkt aber noch nicht. Warum wirklich nicht mehr? Willst du das bei dir, Fan? Ich hoffe, der hat mir drauf. Ich hoffe, der ist echt ein bisschen aufdringlich auch, ne? Wer zuerst mal ein Punks ist, der Spaß. Ja, die weiß aber damit umzugehen, das gefällt mir ein bisschen. Oh nee, jetzt guckt auch der andere von hinten. Sabrina. Ich glaube, die müssen sich einfach mal ein Männerkostüm da hinsetzen. Das wird dann auch keiner merken, wenn die sich so verhält. Damit das bin ich. Das bin ich. Wie, das bist du? Was bist du? Also ich habe zwar gesagt, so das Ding ist zu, aber nach dem heutigen Tag wieder hat es mir gezeigt, dass das Ding ist immer noch nicht so ganz zu. Na klar, weil sie dir wieder eine Chance gegeben hat. Du dachtest kurzzeitig, ja, du bist jetzt Geschichte und dann hast du dich schon mal schlecht geredet bei allen und dann, Überraschung, sie will dich vielleicht doch noch. Ja, dann musst du natürlich wieder ankommen. Ich bitte euch. Ich will nur mal eins klarstellen. Wir sind so gar kein Perfect Match. So gar nicht. Komplett andere Ansichten. Aber ich glaube, die Wahlen sind jetzt auch eh schon durch. Macht gar keinen Sinn mehr. Unnötig eigentlich heute in die Matchbox zu gehen, weil das macht, also wenn das passiert, dann haben wir beide gesagt, dann fressen wir den Besen, weil das ist alles das, was wichtig war für die Zukunft, nicht gestimmt. Was denkst du denn? Es ist schon irgendwie schon sehr cute. Ja? Ja. Aber denkst du? Ich könnte mir das schon vorstellen. Ja, also ihr habt gehört, bei Daria und Danilo, die können sich sehr gut vorstellen, dass sie ein Perfect Match sind. Die anderen zwei auf gar keinen Fall. Jetzt ist hier aber auch die Matchbox-Entscheidung, beziehungsweise es wird released, wer da heute in die Matchbox geht, wen die gewählt haben. Aber vorher hat Sophia hier noch einen kleinen Einlauf zu geben. Dates gibt es ja nicht nur zum Spaß, ne? Das sind ja auch eure Eintrittskarte für die Matchbox. Und nur dort erfahrt ihr ja, ob ihr ein Perfect Match seid oder nicht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier nicht so alle zum Wohle der Gruppe handeln. Nö, aber ist halt jede Staffel auch so, ne? Aber ist schön, dass sie es auch mal bemerkt in ihrer eigenen Show. Oder? Kann passieren. Also Jenny, hast du vor dem Date den anderen gesagt, dass du nicht in die Matchbox möchtest? Was ist bei dir jetzt? Weil mir ist es kein Perfect Match. Nein. Nein. Ja, weil ich denke, dass wir kein Perfect Match sind. Ja, warum wählst du den dann? Wir sind ja alle keine dummen Menschen hier. Ja, und genau das ist nämlich der Punkt. Und auch Marie erklärt das jetzt nochmal sehr gut, aber ich werde es kurz zusammenfassen. Wenn du jemanden wählst, der nicht dein Perfect Match sein kann für ein Spiel, dann noch mit dieser Person gewinnst, dann ist das einfach nur dumm. Weil wenn die Leute dich in die Matchbox wählen, du aber die ganze Zeit schon weißt, auf gar keinen Fall ist das mein Perfect Match, dann hat man eine Matchbox-Entscheidung verspielt, verschenkt. Manche kapieren dieses Spiel aber nicht, zum Beispiel Kim Virginia auch nicht. Die sagt, nö, ich will heute nicht gewinnen, weil ich möchte nicht diese Villa hier verlassen. So. Das ist scheiße. Das ist auch voll scheiße für die anderen, weil es gibt immer welche, die nehmen das Spiel ernst und spielen es wirklich. Dann gibt es wieder die anderen, denen ist es einfach scheißegal, weil das egoistische Arschlöcher sind. So gibt es halt alle immer in dieser Gemeinschaft von... Sind es 10 Leute? Nee, 20, ne? Das ist doch absolut nervig. Muss ich jetzt nochmal die Regel von Aito erklären. Also wenn ihr denkt, dass ihr kein Perfect Match seid, dann macht es ja keinen Sinn, dass man zusammen auf einer Challenge spielt. Dann wäre es gescheiter, wenn man das den anderen überlässt, wo man denkt, dass sie einer sein könnten. Fakt. Also ich dachte schon zuerst, aber auf dem Date sah es dann halt irgendwann ganz anders aus. Ja,
Der Arme. Also ich habe das doch gedacht. Ich wusste nicht, dass sie mich von Anfang an schon abstoßen fand. Aber ich finde auch, sie könnte jetzt zum Beispiel auch Kim Virginia dann einen Lauf geben und sagen, Kim Virginia, hast du da vorher im Interview noch gesessen und gesagt, du willst jetzt nicht gewinnen? Ja, habe ich. Nee, würde die gar nicht sagen, ne? Also Kim Virginia, die würde sagen, nein, Sophia. Videobeweis. Ah, nee, so, ne? Videobeweis. Tja, aber jetzt auch die arme Jenny? Die arme. Tut mir schon ein bisschen leid. Ja, und jetzt kommen auch noch Jenny und der Elia in die Matchbox. So unnötig. Das ist das Unnötigste, was ich jemals gesehen habe. Sorry. Sie hat heute beim Frühstückstisch gesagt, das ist nichts. Dann hätte man das aber kommunizieren müssen, so. Hat auf den. Sie. Bei uns nicht. Dann hätte ich das niemals gewählt. Ja, das ist scheiße, das ist scheiße. Aber die hätten doch auch, guck mal, die haben den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als über solche Dinge zu reden. Da hätte man doch sagen können, als dann die Durchsage kommt, so, der Monitor ist an, ihr könnt jetzt am Fernseher abstimmen, dass man dann irgendwie nochmal sagt, ey Leute, übrigens, ne, falls es nicht alle mitbekommen haben, Jenny meinte, das ist auf keinen Fall ihr Perfect Match. Denkt da dran. Da ja so etwas Kleingeld bei euch ja anscheinend nichts ausrichten kann, mache ich euch heute ein heftiges Angebot. Oh. Ja. Ich weiß aber nicht welches. Die Folge ist vorbei. Ihr Süßen, das war's auf jeden Fall. Wir gucken mal rein, wie es nächste Folge weitergeht. Frauen, die haben richtig rausgehauen. Heute ist Leg Day. Ich würde schon sagen, dass ich gut lutsche. Ja, Shakira. Ihr hattet Sex? Ja. Du musst mit rechnen, dass es rauskommt. Ja. Hast du gemacht? Das war unangenehm. Fuck mich nicht ab! Ich bitte euch, wir sind Reality-TV. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Wie gefällt euch Aisho bislang? Macht's euch Spaß? Ist es nicht so euer Format? Ihr Süßen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag wie immer und vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann, haut rein. Peace! Beste Tag heute, beste Tag!